Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserer heutigen Vortragsreihe Wildtiere und Mensch, Spannungsfelder und Lösungswege. Heute mit einem Vortrag von Dr. Egbert Strauß zum Thema Birkhuhn, und zwar, ja, Faszination Birkhuhn, wie der Titel ganz richtig lautet. Es wird sicherlich auch sehr kritisch beleuchtet, das Birkhuhn. Es geht auch darum, um die Zukunft des Birkhuhns im mitteleuropäischen Tiefland. Also zwischen Bangen und Hoffen, wie der Titel lautet. Wir sind sehr gespannt. Es werden auch Dinge beleuchtet, wie es um die Weiterentwicklung des Birkhuhns geht und wie die Bestandsentwicklung ist in Deutschland. Vielleicht zunächst erstmal nochmal ein redaktioneller Hinweis an die Zuhörerschaft. Sie haben sicher im Laufe des Vortrags kommt die ein oder andere Frage auf. Wir haben extra einen Chat. Dieser Chat ist geschlossen, also bitte die Fragen dort eingeben. Wir werden dann im Anschluss nach dem Vortrag die Fragen aufgreifen, an unseren Referenten Dr. Strauß weitergeben. Und der wird diese Fragen, bin ich überzeugt, fachlich versiert beantworten. Ja, ich habe ihn genannt, unseren heutigen Referenten, Dr. Egbert Strauß. Ein paar Worte zu seiner Vita. Dr. Egbert Strauß beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Birkhuhn. Er hat mit seiner Diplomarbeit schon mit dem Birkhuhn gearbeitet, 1990, hat dann weiter als wissenschaftlicher Mitarbeiter und im Laufe seiner Dissertation am Birkhuhn-Forschungsprojekt in Wurzacher-Ried in Baden-Württemberg teilgenommen. Und letztendlich, wie, ja, es erstaunt mich nicht, auch über das Birkhuhn promoviert. Er ist heute tätig am ITAF in Hannover als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Seine Arbeitsschwerpunkte sind das Wildtiermonitoring, Wildtiermanagement, auch Fragen zum Einfluss von Krankheiten auf Wildtierpopulationen. Ein Schwerpunkt auch ist in seiner Arbeit stellen die Niederwildarten, da zum Beispiel Feldhase, auch Rebhuhn. Und immer wieder das Birkhuhn, das ihn zeitlebens offensichtlich begleitet. Er hat eine Vielzahl von Projekten begleitet, selbst initiiert. Wildtiererfassung in Niedersachsen ist maßgeblich auch mit und durch Egbert Strauß geprägt, und nicht zuletzt auch das Wildtierinformationssystem der Länder wurde mit ihm auch aus der Taufe gehoben, also ein Monitoring-System der Jägerschaften in Deutschland. An der Stelle an alle Jäger der Appell, bitte mitmachen bei diesem Wildmonitoring. Es geht darum, auch wirklich Arten zu erfassen, auch Bestandsentwicklungen zu erfassen. An der Stelle auch nochmal sei daran erinnert, wenn wir jagen wollen und sollen wir nachhaltig jagen. Und dazu ist das Wildtiermonitoring ein unerlässliches Instrument. Ja, er ist auch in der Lehre tätig. Wildbiologische Praktika für Biologen und Tiermediziner führt er durch. Er macht Vorlesungen zum Thema Wildbiologie, Wildkrankheiten, Zoonosen, und er betreut entsprechend Diplomanden, Masterstudenten, Bachelorstudenten. Also ja, aktiv, reihum, ihm wird nicht langweilig und sicherlich auch heute nicht. Ja, Egbert, ich würde dich bitten, mit deinem Vortrag zu beginnen, und wie gesagt, am Schluss, ich werde dir die Fragen dann durchreichen, dann ergibt sich sicherlich die Diskussion, die ein oder andere Frage, die zu beleuchten ist und zu beantworten ist. Bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag. Also, startfrei. Ja, Astrid, herzlichen Dank für diese liebe, nette Einleitung und Vorstellung. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel mache. auch herzliche Grüße und schönen guten Tag, liebe Gäste, liebe Damen und Herren, liebe Jägerinnen und Jäger. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein paar interessante Aspekte zum Birkhuhn hier in Mitteleuropa zeigen und darstellen. Ja, die Zukunft des Birkhuhns in Mitteleuropa oder im mitteleuropäischen Tiefland. Das ist wirklich ein Bangen zwischen und ein Bangen zwischen Hoffen und Untergehen. Wir werden sehen, wie es funktionieren kann. Ich habe Ihnen eine Reihe von Folien mitgebracht und die haben mich diese Kollegen haben mich dabei unterstützt. Vieles stammt aus dem Fotoapparat von Theo Gründchens, mit dem ich dieses Buch auch erstellt habe über das Birkhuhn. Mein lieben Kollegen Gunter Soderkat, vielleicht kennen ihn einen noch, der damals das Birkhuhn hier in Niedersachsen und die Birkhuhnforschung mit aufgebaut hat, Herr Runge und dem die Bilder zugeführt haben und auch die Mitarbeiter des ITAFs, die mich hier unterstützt haben.
Und unten sehen Sie ein Banner mit den Beteiligten oder mit den Institutionen, die halt die Birkhuhn-Forschung hier in Niedersachsen mit unterstützen. Ja, viele kennen das Birkhuhn im Wesentlichen zur Balzzeit. Die Hähne sind ja sehr prägnant und sehr auffällig. Das ist natürlich ein wunderbares Bild dieser Tiere hier zu sehen. Sie selten sieht man ja sonst außerhalb der Balzzeit relativ selten und noch weniger sieht man natürlich die Hennen, die ja meistens getarnt in der Strauchvegetation sind, aber auch in der Balzzeit wird man die ein oder andere sehen. Das ist auch ein schönes Bild, wenn man halt eben den Hahn mit mehreren Hennen sieht. Die Balzzeit ist ja vom März bis im Mai hier im mitteleuropäischen Tiefland in den Alpen und in Skandinavien beginnt es ein bisschen später teilweise. Und solche Anblicke sind natürlich auch relativ selten. Die Hennen suchen sich eigentlich ihren Hahn aus, von dem sie dann getreten werden. Und in der Regel haben wir es hier in Mitteleuropa in den kleinen Populationen meistens nur mit Einzelbalz zu tun und nicht mehr diese Arena-Balz, die in den großen Populationen noch stattfindet, wo 10, 20 Hähne auf dem Balzplatz sind. Hier sind es meistens immer nur ein oder zwei oder drei, relativ wenige. Dann im Mai, Juli ist dann die Brutzeit und das Bruthabitat hier ein typisches Bruthabitat aus der Heide. Die Neststandorte sind hier kaum zu erkennen. Sie können also durchaus 1 Meter vor der Henne stehen und sie würden sie nicht sehen, weil sie sich so unter die Vegetation in die, hier ist es die Heide, in die Heide hineinschiebt und dort das Nest anlegt, dass man das kaum sehen kann. Die Schlupfzeit ist dann im Juni und im Juli. Es werden so zwischen 6 und 8 Eier in der Regel gelegt. 10 sind eher meistens die Ausnahme. Und je nachdem, ob die Henne ihr Erstgelege oder ihr auch ihr Zweitgelege verliert, wird dann nochmal ein Nachgelege angelegt. Und das kann dann sich durchaus bis in den Juli hinein ziehen. Und wenn Sie dann so ein Bild sehen, da dürften Sie eigentlich nicht sehen, weil Sie in diese Gebiete eigentlich nicht hineingehen dürften. Aber wenn Sie solche Gelege sehen, dann sehen Sie, dass die Eier hier schön von den Küken von innen im Kreis angepickt worden sind, aufgepickt worden sind und hier die Küken alle geschlüpft sind. Ja, die Kükenaufzuchtzeit ist der Juni bis zum Juli. Wie alle Hühnervögel sind die Küken in den ersten 3 Wochen sehr auf das Hudern angewiesen, auf das regelmäßige Hudern angewiesen, weil sie keine eigene Thermoregulation haben und das Dunenfederkleid, was sie haben, in der ersten Zeit zwar sehr gut schützt, aber trotzdem reicht es nicht aus, um halt eben die Körpertemperatur hochzuhalten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass die Küken halt in den ersten 3 Wochen, Lebenswochen, insektivor sind. Das heißt, sie ernähren sich ausschließlich von Arthropoden, also Insekten, Spinnen und anderen Kleintierchen, die sich vom Boden oder von den Pflanzen picken. Die müssen aber auch die entsprechende Größe haben. Also hochfliegende Schmetterlinge sind für sie nicht zu erreichen. So, und dann im Juni, Juli sind dann schon die Küken etwas größer. Hier sehen wir einen Jungvogel, der schon das Dunengefieder gewechselt hat und hier das Jugendgefieder hat. Hier ist die Henne. Und man kann in dieser Zeit die Jungküken nicht unterscheiden, ob es ein Hahn oder Henne wird. Das kann man erst später sehen. Und hier ist es dann so im August, September, dann sind die Gesperre, das heißt eben die Henne mit den Küken zusammen und werden schon groß. Und hier beginnt dann das Durchmausern zu dem ersten Adultgefieder. Und hier kann man dann schon mal erkennen, was Hahn wird und was Henne wird. Hier sieht man schon mal die schwarzen Federn von dem zukünftigen Hahn. Im Winter sehen wir dann die Wintertrupps. Da schließen sich dann durchaus mehrere Tiere zusammen, auch aus unterschiedlichen Familienverbänden. Das kann bis zu 20, 30 Tiere groß sein. Entweder gibt es reine Hennengesellschaften oder Trupps, aber auch die Hähne bilden Trupps oder sie machen das gemeinsam, dass halt sowohl Hennen als Hähne als Trupp vorhanden sind. Die Birkhühner sind wie auch alle Raufußhühner angepasst an Schnee und Eis. Sie leben in den nördlichen Hemisphären oder im Gebirge und haben einige Anpassungen, die ihnen das Leben dort auch erlauben. Es sind die einzigen Hühnervögel,
die durchweg auch über Winter in diesen kalten Klimata vorkommen. Und wie gut das Gefieder isoliert, sehen Sie hier an dem Hahn, dass dort der Schnee gar nicht schmilzt, wenn er hier zugeschneit wird. Besondere Anpassungen sind noch die Füße oder die Ständer der Raufußhühner. Das ist zwar hier ein Fuß von einem Auerhahn gezeichnet von Franz Müller. Und Sie sehen hier die befiederten Ständer oder Füße, die sind die in der Isolierung. Und dann sehen Sie hier diese ausgeprägten Zehenstifte. Das sind umgewandelte Federn, die das den Raufußhühnern ermöglicht, auf den Schnee, auf der Schneedecke zu laufen, ohne dass sie einsinken. Das sind quasi so wie Schneeschuhe. Eine andere wichtige Anpassung ist, dass sie sich in der Nacht oder an den Tag in den Ruhephasen Schneehöhlen graben, wenn die Schneedecke hoch genug ist. Sie geht ungefähr so 30 Zentimeter tief und kann bis zu 1 Meter lang sein, indem sie dann extreme Witterungsbedingungen überstehen kann. Eine wichtige physiologische Anpassung sind die langen Blinddärme der Birkhühner und der Raufußhühner. Hier bei dem Birkhuhn ist es hier teilweise ein Blindarmast bis zu 50 Zentimeter lang. Diese verlängern und verkürzen sich dann zum Sommer wieder und werden dann zum Winter hin wieder länger. Und wenn man das einmal versieht im Vergleich zu einem Haushuhn, die deutlich kürzere Blinddärme haben, weil sie halt eben nicht nur oder nicht so raufaserreiche Nährstoffe, Nahrung verdauen können. Und hier zum Beispiel der Habicht, der ja reine tierisches Eiweiß frisst, braucht halt eben fast gar keine. In diesen langen Blinddärmen können die Tiere diese rohfaserreichen Nährstoffe verdauen, die sie in den Nadelzweigen, in den Nadeln der Koniferen oder Birkenkätzchen finden und haben. Das können halt eigentlich nur die Raufußhühner in dieser Form. Ja, ich sagte schon, die Lebensraum der kalten Klimazone ist deren Lebensraum. Hier ein Bild aus den österreichischen Alpen. Sie haben aber auch eine große ökologische Potenz. Das heißt, sie kommen in ganz verschiedenen Lebensräumen vor. Hier zum Beispiel die Alpen oberhalb der Baumgrenze bis hin zu den Felsregionen in den Almen und in den Latschenkieferbereichen, das ist deren Lebensraum, so zwischen in den Nordalpen, zwischen 1600 und ja, 2500 Meter etwa. Dort kommt eigentlich das Birkhuhn weit verbreitet vor. Dann haben wir einen anderen Bereich, in dem die Birkhühner früher vorkommen. Das sind die voralpinen Moore nördlich der Alpen. Die sind Hochmoore. Wir sehen das hier, diese offenen Bereiche. Dann anschließend dann diese Bergkieferbereiche, die sich dann allmählich übergehen in dichtere Kiefern- und Fichtenwälder. Und dort, wo die Randbereiche sind und trocken fallen, dann bildet sich die Heide oder hier die im Zentrum dann auch Bereiche mit den Bulten und Schlenken, diese sehr nassen Moore, die sehr ähnlich sind den skandinavischen Mooren. Das sind also typische ursprüngliche Lebensräume des Birkhuhns und im Winter gehen die gerne dann auch auf die Birken, um die Birkenkätzchen zu fressen. Ein anderer Lebensraum ist zum Beispiel die Rhön, die lange Rhön mit den Mooren in den Senken und den großen Wiesenbereichen drumherum, die natürlich jetzt im Rahmen der Biotopmaßnahmen dort in der Rhön geschaffen worden sind, um hier das Birkhuhn auch zu erhalten. Und hier sieht man auch diese Moore, die halt immer wieder ein Teil dieser Lebensräume des Birkhuhns ist in der Rhön. Ein anderer Bereich sind die Kammlagen der Mittelgebirge. Hier ein Blick auf dem Erzgebirgekamm. Diese offenen Bereiche sind typische Lebensräume, aber es ist halt eben heutzutage so, dass durch die Bewaldung und durch die Forst diese Flächen halt immer mehr zuwalden und dann sind sie als Birkhuhn-Lebensraum nicht mehr geeignet. Und dann kommen wir hier nach Norddeutschland, einerseits in den Heidegebieten, wo wir das Birkhuhn hatten und haben. Und das sind halt eben diese typischen Lebensräume mit den Heidestrukturen. Was wir
hier noch als bedeutenden Lebensraum haben, sind die Truppenübungsplätze. Denn in diesen Truppenübungsplätzen sind diese großen Heideflächen und diese großen offenen Flächen eigentlich nur noch vorhanden, die nicht oder wenn sie nicht intensiv gepflegt werden können, das zeige ich Ihnen gleich im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Ohne diese Truppenübungsplätze hätten wir in Norddeutschland schon keine Birkhuhner mehr. Wo kommt das Birkhuhn überall vor? Es ist also weit verbreitet von England, Schottland bis nach Ostasien, über die Alpen und hier Skandinavien. In den östlichen Bereichen unterscheidet man 6 bis 8 Unterarten des Birkhuhns. Hier bei uns kommt es im Wesentlichen mit der Nominatform Tetraotetrix tetrix vor. Das umschließt sowohl die alpine Bereiche sowohl als auch die skandinavischen. Die britischen Birkhühner, die grenzt man noch ab als eine Unterart, aber da gibt es auch neuere Studien, die das mittlerweile auch schon etwas anders sehen. Wenn wir uns das anschauen für Europa, dann gibt es etwa 2,5 bis 4 Millionen Individuen. Das sind Schätzungen aus den Anfang der 2000er Jahre. Wir haben leichte positive Trends in den Hauptvorkommensgebieten, allerdings starke Rückgänge in den Arealgrenzen. Und Arealgrenzen sind halt eben hier dieser ganze Bereich in Mitteleuropa. In Deutschland schätzte man um die 2000er Jahre rund 800 bis 2200 Individuen. In Niedersachsen zwischen 130 und 150 Individuen jetzt die aktuellen Stände. Da kommen wir aber nachher noch gleich drauf. Skandinavien hatten wir Rückgänge bis Ende des 20. Jahrhunderts. Das war bedingt durch die Forstwirtschaft, die dort sehr intensiv betrieben wurde. Aktuell haben wir aber stabile Populationen. Auch dort ist die Bejagung noch erlaubt. Auch im Baltikum, in Osteuropa sind stabile Populationen und die Bejagung ist hier auch erlaubt. In den Alpenraum gibt es immer mal wieder Populationsschwankungen. Die aktuelle Population ist aber relativ stabil, sogar in manchen Gebieten sogar leicht ansteigend. Und auch hier gibt es in einigen Gebieten, wie in Österreich, limitiert die Bejagung. Und nur in den Bayerischen Alpen auf deutscher Seite, da ist das Birkhuhn, da es an der Arealgrenze liegt, halt eben durchaus stark gefährdet. Und hat halt eben aber noch den engen Kontakt zu den am südlichen oder zu den alpinen Populationen. Und in England, Schottland und Wales haben wir eigentlich nur kleine, isolierte, aber auch stark gefährdete Populationen. In Europa ist das Birkhuhn nicht vom Aussterben bedroht. Allerdings für Deutschland und auch für die Nachbarländer ist es halt eben stark vom Aussterben bedroht und ist dort auch auf den roten Listen zu finden. Ursprünglich, wenn wir uns mal um die 1960er oder Mitte des 20. Jahrhunderts anschauen, war das Birkhuhn noch relativ weit verbreitet, vor allen Dingen hier im norddeutschen Tiefland. Das reichte von Belgien über Holland, Norddeutschland bis nach Dänemark hinauf und dann auch in den Ostdeutschland gab es viele Populationen, dass Birkhuhn vorkam. Hier im norddeutschen Tiefland war es im Wesentlichen an den Mooren und Heiden vorkommend, dann natürlich die Kammlagen der Mittelgebirge, wie ich es eben gezeigt habe, hier Bayerischer Wald oder die Erzgebirge. Und auch das andere große Gebiet und stabile Gebiet sind die Alpen. Und wenn man sich die alten Karten von Glutz von Blotzheim aus den 1990er Jahren anschaut, also das Buch Handbuch der Vögel, das waren Verbreitungskarten aus den Mitte des 20. Jahrhunderts. Da sieht man, dass das Birkhuhn hier doch noch ziemlich weit verbreitet war, immer mal mit kleinen Populationen in den einzelnen Gebieten doch weit vorkam. Wenn ich vom mitteleuropäischen Tiefland spreche, dann ist das ungefähr dieser Bereich, den ich hier meine. Hier im westlichen und nördlichen Bereich sind es im Wesentlichen die Hochmoore. Nach Norden hin, nach Dänemark, sind es dann die Heiden und nach Osten waren es dann überwiegend hier vielfach die Niedermoorbereiche, die halt den Lebensraum des Birkhuhnes hier geprägt haben. Und die Entwicklung in Niedersachsen ist eigentlich typisch für die Entwicklung in diesem Raum in vielen Populationen. Das waren mal mehr oder weniger Tiere hier. In Niedersachsen hatte
man noch 1965 rund 8000 Bierkühner, überwiegend Hähne geschätzt. Und Sie sehen dann dieser starke Rückgang innerhalb von 10 Jahren, dass wir dann halt eben auf fast dann auch bei 200 Tieren nur noch hier in Niedersachsen gewesen, übergeblieben sind. In anderen Populationen in Holland, Belgien und in anderen Bereichen ist der Verlauf ähnlich. Und Sie sehen hier die Karte in Niedersachsen von 1995, die braunen Flecken, das sind halt eben die Verbreitungsgebiete des Birkhuhns oder die Moor- und Heideflächen, wo Birkhuhn vorkommen. Diese dunkelgelben Kreise sind es ein Radius von 12 Kilometer um dieses Gebiet. Das sind also Bereiche, die jetzt die Tiere noch gut erreichen konnten, sodass wir hier von einer Vernetzung der Populationen damals ausgehen konnten. So, 2004 sah die Situation ganz anders aus. Die ganzen Bereiche in den Mooren im westlichen Niedersachsen und nördlichen Niedersachsen, einschließlich Schleswig-Holstein und dann auch nach Dänemark, die sind bis dahin alle verschwunden. Übrig geblieben ist nur die Population hier in der Lüneburger Heide. Also der ursprüngliche Lebensraum war überwiegend die Moore, die Hochmoore hier im mitteleuropäischen Tiefland, aber auch die Heiden. Und das Birkhuhn kam eigentlich allen diesen Mooren vor und es kullerte früh morgens zur Balzzeit in allen Ecken und Enden. Und es war eigentlich für viele der Menschen hier ein Allerweltsvogel. Hat man auch gar nicht dran gedacht, dass das irgendwie mal zurückgehen könnte oder dass hier die Population zusammen einbrechen könnte. Mit der Abtorfung, mit den Handtorfstichen und der bäuerlichen Entwässerung oder bäuerlichen Abtorfung hatte das Birkhuhn sogar erst noch profitiert. Die Lebensräume haben sich ausgeweitet durch die leichten Entwässerungen. Heidegebiete, Heidebereiche haben sich ausgebildet. Und die Torfstecher berichteten auch immer, dass Birkhühner zwischen den Torfbänken gebrütet haben, dass sie sich dort aufgehalten haben. Also davon hat das Birkhuhn sicherlich noch profitiert. Diese Handtorf oder bäuerliche Abtorfung, die endete ja dann so Mitte des 20. Jahrhunderts, also so mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war das dann vorbei und dann setzte die industrielle Abtorfung und Entwässerung der Moore ein, das dann letztendlich zu den Verlusten in den Moorlebensräumen oder den Mooren führte. Die abgetorften Moore wurden dann meist in landwirtschaftliche Flächen oder auch in Forst umgewandelt und damit verlor man natürlich dann diese Lebensräume. Einzelne Moore wurden natürlich gesichert und konnten halt eben überdauern und wurden halt eben renaturiert. Diese Renaturierung findet nach wie vor statt. Aber die meisten Moore sind halt eben noch zu klein und teilweise auch noch nicht ausreichend hergestellt. Wenn die nicht ausreichend vernässt werden können, wie es hier zu sehen ist, und dann sieht man dann halt eben, dass der Aufwuchs Birken und so weiter abstirbt, wenn das nicht stattfinden kann, dann verbuschen diese Gebiete sehr schnell und verlieren natürlich an Wert. Und wenn wir dann solche Endstadien haben, diese Birkenbüsche, die sind dann natürlich nicht mehr geeignet als Lebensraum für die Birkhühner. So, historisch sind die gravierendsten Ursachen für die Bestandsrückgänge bis Mitte des 20. Jahrhunderts halt eben Lebensraumverluste, Jagd, Prädation oder Witterung spielen hier vermutlich eher eine untergeordnete Rolle. Wie sieht es aktuell aus mit dem Birkhuhn? Ja, wir haben jetzt halt eben hier in der Lüneburger Heide die aktuelle isolierte Population. Es handelt sich um eine Metapopulation, weil sie in verschiedene Teilpopulationen zersplittert ist. Die ist hier in der Lüneburger Heide übrig geblieben. Dann gibt es noch eine Population in der Zallanse Höfelruch in Holland und in Hohenfenn in Belgien und in der Rhön. Diese Tiere werden durch Auswilderung und Translokation schwedischer Birkhühner gestützt. Und ebenso hier in Polen, in diesen Bereichen, werden sowohl schwedische Tiere eingesetzt als auch gezüchtete Tiere.
In Norddeutschland hatten wir in den 1980er bis 2000er Jahre versucht, die zurück oder die einbrechenden Bestände zu stützen. Man hat dort versucht, über gezüchtete Tiere die Bestände zu züchten. Wir haben unter anderem über das Institut für Wildtierforschung in Ahnsen, einige vielleicht kennen es ja noch oder wissen noch, dass es sowas mal gab. Wir haben in den verschiedenen Gebieten über 1600 Birkhühner ausgesetzt. Wir waren damals wahrscheinlich Europameister im Birkhuhnzüchten, aber wir haben die Tiere auch so gezüchtet, dass sie wirklich wildbahntauglich waren. Die ausgewilderten Tiere haben auch wirklich auch mehrere Jahre überlebt. Wir hatten einen Hahn, der über 8 Jahre nachgewiesen werden konnte. Aber wir hatten keine Auswilderung in der Lüneburger Heide gemacht. Also dieses Gebiet wurde ausgespart. Dann fand nochmal eine Auswilderung statt, den 1978, 91, in der ich auch mitgearbeitet habe, über gezüchtete Birkhühner auch. Wir hatten dort in den Wurzacher Ried und den angrenzenden Mooren über 450 Birkhühner ausgesetzt. Dann gab es nochmal vor 10 Jahren einen Versuch in Donaumoos. Dort hat man 42 gezüchtete Birkhühner ausgesetzt, 11 davon besendet. Aber auch hier war die Überlebensdauer nur wenige Tage bis maximal 11 Monate. Und in Polen wird halt eben neben der Translokation auch die Tiere ausgesetzt. Die wurden vor allen Dingen hier aus in Masuren werden die gezüchtet, nach der Methode Born to be Free. Die werden also schon in den Naturvolieren in ihren Lebensräumen aufgezogen und dann rausgesetzt. Früher gab es natürlich auch schon Auswilderungsprojekte. Man hat schwedische Tiere in Süddeutschland ausgesetzt, im Beginn des 20. Jahrhunderts, auch in verschiedenen anderen Bereichen. Das war auch wohl ganz erfolgreich. Also da begründeten sich durchaus einige Bereiche, einige Populationen. Christiane Seiler hat 2001 einmal eine Arbeit zusammengestellt, in dem sie alle Wiederbesiedlungs- und Bestandsschutzprojekte bewertet hat und geschaut hat, wo hat es was funktioniert. Alle Projekte, die in den 70er bis 2000er Jahre durchgeführt wurden in Mitteleuropa, waren nicht erfolgreich. Das muss man sich immer wieder bedenken, dass diese Versuche halt alle gescheitert sind. Und jetzt hat man versucht, halt eben über diese Translokation schwedischer Birkhühner in der Rhön, Hohe Venn, Saarland zu Höfelröhr und in Polen halt eben hier die Bestände zu erhalten. Wie funktioniert es? Die Translokation schwedischer Birkhühner, also man muss die Genehmigung haben von der schwedischen Regierung, Birkhühner zu fangen. Man muss natürlich aber auch erstmal ein geeignetes Lebensraum haben. Da hatte man sehr lange darauf hingearbeitet, das Naturschutzgebiet Lange Rhön ist ungefähr 3000 Hektar groß, der Birkhuhn-Lebensraum ungefähr 1300 Hektar. Man hat intensives Habitat- und Prädationsmanagement gemacht. Und da ist natürlich der Tourismus ein großes Problem. Man hat viele Gehölze, Wälder entfernt, um hier Lebensraum für das Birkhuhn zu schaffen, das ursprünglich hier mit 300 bis 400 Tieren in der Rhön ursprünglich mal vorgekommen ist. Diese Daten und diese Bilder habe ich hier auch von Thorsten Kirchner, der dieses Projekt hier betreut. Man fängt Tiere in Schweden. Man hat das 2010 begonnen, hat mittlerweile 214 Hähne und Hennen gefangen. Man setzt so jährlich zwischen 10 und 25 Birkhühnern aus. Die werden gefangen und werden innerhalb von 24 Stunden in die Rhön transportiert und dann sofort wieder rausgelassen. Einige Tiere werden auch besendet. Und die Kollegen aus der Rhön sind derzeit auch wieder in Schweden und fangen die Birkhühner. Die haben damit kein Problem, die Birkhühner. Das geht ihnen eigentlich ganz gut und da gibt es also eigentlich keine Probleme. Allerdings sind die Erfolge auch nur sehr mäßig. Jedes Jahr bei den Frühjahrszählungen sieht man halt immer nur so um die 10 bis 20 Hähne und Hennen. Mehr Hähne als Hennen. Das Verluste sind einerseits durchs Abdriften, also dass Tiere aus dem Gebiet herausfliegen. Sie können auch größere Strecken rausfliegen und finden auch wieder zurück. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber trotzdem fliegen halt eben manche auch weiter. Dann haben sie natürlich ein Problem durch Prädation, also ein Teil der Tiere wird natürlich auch gefressen. Und man konnte aber feststellen, dass die adulten Tiere sehr
fit sind und sehr anpassungsfähig sind und auch hier ganz gut überleben. Das Hauptproblem ist aber die zu geringe Reproduktion, vermutlich durch Insektenmangel. Dazu gibt es eine Studie über die von dem Sven Biermann zur Nahrungsverfügbarkeit von den Bierkühnern in der Rhön. Eine sehr interessante Studie. In der Salanze Höferuch, das ist eine etwa 1300 Hektar große Heide, umgeben von Wald und dann umgeben von Agrarlandschaft. Auch hier wurde ein intensives Habitatmanagement durchgeführt. Auch hier ist der Tourismus sehr präsent und ein nicht ganz kleines Problem. Man hat hier 2012 angefangen, Bierkühne auszusetzen. Etwa 200 Stück hat man bislang ausgesetzt, jährlich auch um die 25. Die Besätze liegen so ungefähr bei 25 Hähnen. Also obwohl man so viele Tiere ausgesetzt hat, hat man jetzt hier es nicht geschafft, hier diese eine stabile und selbsttragende Population zu errichten. Auch hier Verluste durch Prädation, Tiere sind angepasst. Hauptproblem auch hier, zu geringe Reproduktion. Und das vermuten sie auch durch Insektenmangel. Und hier arbeiten die Kollegen in Holland an der Überlegung, dass halt eben die Stickstoffeutrophierung und Versauerung der Böden die Insektenfauna verändert hat und somit hier für diesen Bereich dort die Insekten für die Küken fehlen. Schauen wir uns einmal die Bereiche in der Lüneburger Heide an. Der norddeutsche Tiefland, das bezieht sich jetzt eigentlich nur noch auf die Lüneburger Heide. Die Population hier in Niedersachsen seit 1995 die Niedersächsische Vogelschutzwarte die Bierkühner jedes Jahr zählen in den 5 Gebieten. Und Sie sehen hier, wir haben seit Mitte der 90er Jahre eine deutliche Zunahme. Und dann überraschenderweise ab 2010 oder Mitte der, um die 2010er Jahre, dann diesen massiven Rückgang von rund 260 Tieren auf 120, also eine Halbierung des Besatzes. Und sind jetzt aber dabei, dass es sich so scheinbar so ein bisschen stabilisiert und einige hoffen, dass es wieder aufwärts geht. Und tja, hoffen und wünschen ist das eine, wie es sich tatsächlich nachher aussehen wird, müssen wir abwarten. Wie sehen die Lebensräume aus? Wo liegen sie? Sie sehen hier die Lüneburger Heide, die Großregion Lüneburger Heide. Das gibt es jetzt gleich ein bisschen Verwirrung, weil das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, das ist dieses hier mit den Heidebereichen, hat den gleichen Namen. Also die Region, einmal Lüneburger Heide, das ist das Ganze, und einmal das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Ich versuche dann immer darauf hinzuweisen, wenn ich vom Naturschutzgebiet spreche. Diese roten Flächen, das sind die Bierkuhn-Hauptvorkommen, die grünen Flächen sind Waldbereiche und die weißen Flächen sind Acker- und Agrarlandschaften. Wir haben hier das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Die eigentliche Heidefläche ist ungefähr 8000 Hektar groß. Dann haben wir Truppenübungsplatz Munster Nord, dann haben wir den Truppenübungsplatz Munster Süd und den großen Truppenübungsplatz Bergen. Und dann diese kleine Bereich, die Testbahn, die Schießbahn von Firma Rheinmetall mit rund 850 Hektar. Und dann kommen so verschiedene Kleinsthabitate dazu, in dem das ein oder andere Bierkuhn immer mal vereinzelt vorkommt. Insgesamt haben wir rund 18.000 Hektar Fläche, geeignete Bierkuhnfläche, die allerdings nicht zusammenhängt ist, sondern hier durchaus durch größere Distanzen von 9 bis 15 Kilometer voneinander getrennt sind. Und wenn wir uns hier einmal die Anzahl, ich habe sie Ihnen hier mal dargestellt, 39, 26, 59 Tiere, das sind die Zahlen der beobachteten Hähne und Hennen für 2022, dann sind das diese drei Gebiete, Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, Munster Süd und Bergen. Die anderen Gebiete, Munster Nord, nur noch 4 Tiere. Hier ist auch in den letzten 10 Jahren ein starker Rückgang, hat dort stattgefunden von über 30 Tieren, mittlerweile auf nur noch 4 Tiere. Dann die Schießbahn Rheinmetall mit 10, das schwankt auch immer so zwischen 10 und 25 Tieren. Diese Population hier unten im Süden ist schon mittlerweile schon erloschen, oder dann das Ostenholstermoor mit etwa 4 Tieren. Die sind
Diese Maßen, die Naturschutz, diese Gebiete wie Kernlebensräume sind natürlich ganz unterschiedlicher Natur. Wir haben das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, Heidefläche, starke touristische Nutzung, intensives Biotopmanagement. Wir sehen es nachher noch. Es wird auch schon seit Jahren Prädationskontrolle durchgeführt. Die Truppenübungsplätze, alles sind NATO-Truppenübungsplätze, die intensiv geübt wird werden, also wo ständig die Nutzung ist durch militärische Übung, sowohl in den Schießbahnen als auch durch Kettenfahrzeuge oder auch durch Soldaten, die dort intensiv trainieren. Da wird das Biotopmanagement beschränkt sich auf unkontrollierte Brände, die sehr häufig stattfinden. An was gemacht wird, ist halt eben die Entkusselung, also Entfernen von Gehölzen, damit die Gebiete für die militärische Übung offen bleiben. Und in diesen Gebieten ist natürlich klar, dass dort also kaum oder keine Prädatorenkontrolle durchgeführt werden kann. Und dann das Gebiet Rheinmetall, das ist also ein 10 Kilometer langer Schlauch, ungefähr 1 Kilometer breit, Heideflächen, links und rechts Wälder. Und hier werden auch für die Schießtests werden die Fläche offen gehalten durch kontrollierte Brände. Es wird Gehölze entfernt, intensive Heidepflege betrieben und eine Prädatorenkontrolle wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Wenn Sie uns die Bilder mal anschauen, das ist das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, wie es auch ein Wanderer vom Pastor-Bode-Weg sehen kann oder dieses hier vom Wilseder Berg. Und hier hinten sehen Sie schon solche Streifen da drinnen. Hier in der NSG Lüneburger Heide wird also fast jeder Quadratmeter gepflegt, verändert, man versucht durch die Biotopmaßnahmen die Kulturlandschaft Heide zu erhalten. Das macht man nicht nur fürs Bierkuhn, sondern auch für alle anderen seltenen Tierarten wie Wiedehopf oder Heidelerche und so weiter. Es profitieren also eine ganze Reihe von Tierarten von diesen Pflegemaßnahmen. Und somit wird hier fast sehr intensiv die Heide gepflegt und in Schuss gehalten. Hier ist ein jetzt wieder aktueller Balzplatz. Hier, wenn man auf dem Wilseler Berg steht, morgens kann man hier 2 bis 3, 4 Hähne sehen. Wenn die Besucher dann kommen und die Wanderer lang geht, dann verziehen sich die Bierkühne. Das Biotopmanagement im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide ist ja ausgeprägt. Einerseits hier, dass viele Wege gesperrt sind, um halt Ruhezonen zu schaffen. Man arbeitet mit Bränden, um die Heide zu verjüngen durch Schafbeweidung oder das Abplaggen. Und hier sehen Sie mal hier unten, wie dann halt eben die Heiden in verschiedenen Altersstadien. Hier ist eine frisch gebrannte Fläche, hier ist eine Fläche, die jetzt 2, 3 Jahre alt ist und hier die Heide wieder sehr vital wird und sprießt. Und hier oben sind dann Bereiche mit älterer Heide. Wenn man hier keine Maßnahmen durchführen würde, würde die Heide überaltern und würde halt auch kein Lebensraum für die verschiedenen Tierarten sein. Truppenübungsplätze, große Gebiete, die auch großzügig sind, viele Feuchtgebiete da drinnen, die wirklich vorteilhaft für die Bierkühner sind. Dann die Schießbahnen, hier sind Zieleinrichtungen für die Panzerschützen. Hier steht ein alter Panzer drauf. In diesen Gebieten, die sehr groß sind und weitläufig sind, weil hier Beschuss ist, darf auch keiner betreten. Und hier ist zum Beispiel auch ein Balzplatz eines Bierkahns immer gewesen. Die werden natürlich dann auch immer wieder gebrannt und gepflegt oder gebrannt. Mähen oder abplacken kann, ist da natürlich nicht machen, weil diese Gebiete natürlich sehr munitionsbelastet sind. Auch hier solche Bereiche, wo schon mehr Bewaldung ist. Und hier wird dann auch versucht, durch Brand die Flächen offen zu halten. Aber nicht nur, das sind jetzt keine menschenleeren Gebiete, diese Truppenübungsplätze. Hier werden also ständig Zieleinrichtungen gebaut und neu gebaut. Hier ist also auch viel an Arbeiten zu machen und die Bierkühner stören sich eigentlich an diesen Bereichen und diesen Baumaßnahmen überhaupt nicht. Dann hier nochmal ein Bereich für den Rheinmetall, auch hier und bei unterschiedliche Flächen, die gebrannt werden und dann unterschiedliche Stadien haben. Die Bierkühner nehmen diese Flächen ganz gerne an, weil dann natürlich hier sehr vital das Gras oder Wildkräuter wachsen, die Heide wieder durchschießt und von daher sind diese Flächen sehr gerne, werden diese angenommen. Hier sehen Sie mal so einen Ausschnitt nach Norden fotografiert, hier links und rechts.
links hier und rechts hier die Wälder. Dieser Bereich ist 1 Kilometer lang, mittendurch geht ein Weg. Das ist natürlich ein intensives Testgelände. Hier sind aber auch nur die Mitarbeiter der Firma Rheinmetall unterwegs und sonst keiner. Und dann hat man hier unter anderem auch solche Wildkräuter oder Wildäcker angelegt, halt, die nicht nur das Bierkuhn toll findet, sondern auch hier die Kraniche. Diese ganzen Maßnahmen wurden halt in den vergangenen Jahrzehnten in den verschiedenen Biotopen durchgeführt, also eine intensive Biotoppflege, eine auch Biotopverbesserung. Es wurde der Tourismus kanalisiert, es wurden Wege gesperrt. Man hat alte ehemalige Militärflächen, die von den Engländern zurückgegeben wurden, zu Heideflächen gewandelt. Man hat mehr oder weniger in den einzelnen Gebieten Prädationskontrolle durchgeführt. Man hat die Flächen offen gehalten. Man hat Waldrandauflichtung gemacht. Also Sie sehen, man hat schon eine ganze Menge gemacht. Und trotzdem haben wir in den letzten Jahren diesen massiven Rückgang in den Birkhuhnpopulationen gehabt. Das ist also auch in vielen, nicht nur im NSG Lüneburger Heide hat das stattgefunden, sondern er findet auch in den anderen Gebieten statt. Die Ursache für diese Rückgänge, die können wir momentan noch nicht richtig erkennen und klären. Deshalb ist es ja so wichtig, dass man halt eben auch einen Managementplan aufstellt und man muss natürlich überlegen, welche potenziellen Wirkfaktoren wirken auf die Birkhühner und wie können wir lokal angepasst dagegen steuern. Über die Habitate habe ich Ihnen eben schon viel erzählt. Anthropogene Störungen ist halt eben der Tourismus oder auch die militärische Nutzung. Dann die Frage nach der Nahrung. Reicht es sowohl für die adulten Tiere wie auch für die Küken? Dann Klima, Witterung ist ein wichtiger Punkt. Für die Lüneburger Population ist Genetik ein entscheidender Punkt. Komme ich nachher nochmal drauf. Fitness und Krankheit hängen damit zusammen und vor allen Dingen der Punkt Prädation. Deshalb hatte man 1989 in der Lüneburger Heide, 98 so, vom Institut begonnen, dort Forschung zu betreiben, wollte wissen, woran liegt es denn, dass wir, dass das Birkhuhn halt eben dem nicht so richtig in den, unter die Luft unter die Schwingen bekommen. Man hat dort bei Rheinmetall Tiere gefangen und telemetriert. Wir haben das dann 2011 in dem NSG Lüneburger Heide gemacht. Man wollte wissen, wie das Raumnutzungsverhalten, Habitateignung, Nahrung, Parasitenstatus, Störung durch Tourismus und ein neueres Projekt, in dem jetzt durchgeführt wird, ist der Fang von Prädatoren und Telemetrie, um darüber Informationen zu bekommen, was eigentlich die Prädatoren in den Kerngebieten machen. Und eine wichtige Studie hatte damals Gernot Segelbacher gemacht, Anfang der 2000er Jahre. Der hat die genetische Variabilität der Population hier in der Lüneburger Heide untersucht. So, Birkhuhn-Telemetrie 2011 und 2012. Wir durften nur 2 Jahre fangen und durften nur, wir mussten die Fang- und die Telemetrie dann einstellen, weil man befürchtete, dass es zu gefährlich ist für die Birkhühner. Und deshalb durften wir nicht weiterarbeiten in diesem Bereich. Wir haben damals Rucksacksender eingesetzt, die batteriebetrieben waren. Heute würden wir solargetriebene Rucksacksender einsetzen. Mein Kollege Uli Vogt ist da sehr versiert. Der hat schon über 100 Fasanenhennen mit solchen Sendern ausgestattet und hervorragende Ergebnisse dazu bekommen. Wir hatten damals 5 Fähne und 2 Hennen gefangen. Die Hennen hatten nach der Besenderung, so 2, 3 Wochen nach der Besenderung, angefangen zu brüten, hatten 5 bis 6 Eier. Eine Henne hatte ihr Gelege verloren durch Rabenkrähen, hatte ein Nachgelege angelegt und aus allen beiden Gelegen sind auch 11 Küken geschlüpft. Also das war der Sender hat die also in dem Fall überhaupt nicht gestört. Trotzdem hatten wir von den Tieren nur Überlebensraten von 3 Monaten bis 3, 10 Monaten. Wobei 2 Tiere, denen ist dann, die war, bei denen war dann die Batterieende, die haben wir dann nicht weiter verfolgen können, sodass wir nicht wissen, wie lange sie tatsächlich noch gelebt haben. Also die waren sicher länger als 10 Monate, haben überlebt. Hier sehen Sie mal einen Hahn, der hat hier auf dem Rücken, hier sieht man so ein bisschen den Sender. Den hatte Herr Runge fotografiert nach der Besenderung. Also wir vermuten, dass wir keine Einschränkungen durch die Sender hatten. Wir hatten die Tiere auch wieder gefangen. Es war alles okay. Sie hatten keine Hautirritation, keine Beschädigung, kein gar nichts. Also die Sender waren eigentlich alles okay. Wir haben die Verluste durch Habicht, Marder und Fuchs.
Und diese Daten, die wir von den Tieren bekommen haben, haben wir für unsere Habitateignungsanalysen genutzt. Und dabei kam heraus, dass die Tiere sehr deutlich die Weltkanten und auch die Hauptwanderwege meiden. Das ist natürlich entscheidend für ein Bierkundenmanagement zu wissen. Hier nochmal eine Besonderheit, die hat Theo Gründchens fotografiert. Das ist eine Henne, die hatten wir 2006 besendet bei Rheinmetall. Und er hat das Foto im Februar 2000, Entschuldigung, 2000 besendet und das Foto wurde aufgenommen im Februar 2005. Diese Henne, damals hatten wir noch Halsbandsender verwendet. Sie sehen also hier, nach über 5 Jahren war die Henne immer noch am Leben. Aber der Sender hat natürlich dann nicht mehr gepiepst. Die Habitateignungsanalysen sehen hier einmal die Karten. Das ist hier das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Das Grüne sind die geeigneten Heide- oder Offenlandflächen und alles, was grün ist, sind eigentlich gut geeignete Lebensräume. Hier, das ist Bergen, Munster Süd, Munster Nord, Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Mittlerweile haben wir diese Aussagen auch für Rheinmetall machen können. Also großflächig gut geeignete Habitate vorhanden, aber diese Wanderwege und die Waldkanten, wo wir jetzt wissen, dass die Tiere diese Bereiche meiden, reduzieren natürlich sehr stark diese verfügbaren Flächen. Und das ist natürlich ein Punkt, mit dem man sich in einem Management intensiv beschäftigen müssen. Wir haben halt auch geschaut, was fressen die Bierkühner. Dafür nutzt man den Enddarmkot. Man kann dann schauen, über die Epidermisstrukturen kann man die einzelnen Nahrungspflanzen identifizieren, was die Tiere gefressen haben. Durch Auszählung der Teilchen kann man diese dann auch in gewissem Maße quantifizieren. Und die Hauptnahrungspflanzen sind die Besenheide, Heidelbeere, Birkenkätzchen, Kiefernadel, Kräuter und Gräser. Es passte alles sehr gut ins Bild. Wir haben festgestellt, dass sie alles das, was verfügbar ist, auch nutzen. Und wir gehen davon aus, dass sie überhaupt keinen Nahrungsengpass haben, weder im Sommer noch im Winter. Die finden also, die adulten Tiere finden in unseren Bereichen ausreichend Nahrung. Auch Parasiten, und das hat uns überrascht, waren auffällig gering. Also die meisten Proben waren negativ. Man kann dann halt sowohl im Blinddarm als auch im Enddarm die Ausscheidungsstadien von verschiedenen Parasiten wie Coccidien, Syngermus und so weiter feststellen. Also die Parasitenbelastung ist sehr, sehr gering, war sogar sehr viel geringer als vergleichende Studien in Europa. Hat uns schon gewundert, aber auch gefreut. Die Tiere sind also wirklich fit. Die sind gesund und munter, die adulten Tiere. Wir haben aber keine Aussagen zum Gesundheitszustand der Küken. Und hier sieht man einmal die Ausscheidungsstadien. Das sind halt eben solche Eier hier. Die sind hier 50 Mikrometer lang oder ja. Und wenn man so ein Bild hat, dann ist es schon bedenklich, weil dann hat das Tier massiv Koksidiose. So, ein ganz anderer wichtiger Punkt, der uns immer wieder umtreibt, ist Prädation. Hier sind die Hauptbeutegreifer für das Bierkuhn. Das ist einmal der Fuchs, der Habicht und auch der Baumarder. Und andere Wildarten wie der Dachs, die halt eben zwar nicht solche Jäger sind, aber durchaus hier Einfluss nehmen können. Und vor allen Dingen haben wir dann die Liste der weiteren Prädatoren, die hier vorkommen und hier auch in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen haben, wie das Schwarzwild, Waschbär, Marderhund ist hinzugekommen. Auch der Kolkrabe und die Rabenkrähen vagabundieren mit größeren Nichtbrütertrupps von bis zu 200 Tieren durch die Gebiete. Auch der Uhu ist für die adulten Bierkühner nicht ganz ungefährlich und Mäusebussard und Kornweihe schauen auch durchaus mal, ob sie mal das ein oder andere Küken greifen können. So, wenn man in der Heide ist, wird natürlich immer wieder die Frage kommen, Birkhuhn und Wolf. Theo Gründchens verfolgt den Wolf seit er im Schießbahn Rheinmetall ist 2011 sehr intensiv und macht dort auch fantastische Fotos. Wir haben in allen unseren Kernlebensräumen von den Birkhühnern, also in allen 5 Kerngebieten, haben wir auch ein oder zwei Rudel. Die sind auch konstant vorhanden. Wir haben mit Niedersachsen jetzt in diesem Jahr ungefähr 46 Rudel. Also, wir sind hier gut be besetzt mit Wölfen. Theo hat das auch einmal beobachtet. Hier haben wir den Wolf. Hier ist dann auch der Birkhahn, der dann hier durch die Heide trottet und schaut, ob er
Erst geht er dran vorbei, dann fällt ihm doch noch der Birkan auf. Aber die Tiere lassen sich natürlich in solchen Flächen, die Birkhühner lassen sich in solchen Flächen natürlich nicht von Wolf, Fuchs oder anderen Tieren überraschen. Das kann also nicht passieren. Also es kann durchaus sein, dass Wölfe das ein oder andere Mal den einen oder anderen Birkan erwischen, zufällig, aber das sind wirklich Zufallsereignisse. Und andere Beutegreifer wie Füchse und Habichte sind natürlich sehr viel häufiger hier in den Gebieten unterwegs als der Wolf. Sodass das halt eben der Wolf nicht der Hauptprädator ist, aber er nimmt sicherlich auch mal, kann auch sicherlich das ein oder andere Mal zufällig so ein Stück erwischen. Trotz des intensiven Forschungsbereich, die wir gemacht haben und des zukünftigen Managements, haben wir noch viele, viele Wissenslücken und wir hatten sie eigentlich gehofft, damals durch die Telemetrie etwas zu schließen zu können. Aber da wir mit der Telemetrie und dem Fang von Birkhühnern abbrechen mussten, haben wir derzeit keine Erkenntnisse zu den Brutstandorten, zu den Kükenaufzuchtgebieten. Und das hat Konsequenzen dazu, dass wir auch nicht wissen, wie ist eigentlich deren Reproduktionserfolg. Und wir hatten einmal damals ausgerechnet, wir haben im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide 2011 ungefähr 25 Hennen. Wenn die 6 Eier legen bei einem Schlupferfolg von 80% ohne Prädation, hätten wir jetzt jedes Jahr 120 Küken. Wo bleiben die? Das ist die große Frage. Werden schon die Gelege geplündert? Werden die Küken geplündert? Werden die Jungtiere geplündert? Gehen die adulten Birkhühner verloren? Oder verlieren wir sie durch Auswandern, also durch Migration oder Dismigration? Das andere ist die Frage, haben wir vielleicht schon Inzuchtdepressionen in unseren Populationen, weil sie halt so lange schon in einer Isolation leben? Oder fehlt es einfach schlicht und weg an der Insektennahrung bei den Küken? Das ist für ein Wissen, für ein Management eigentlich eminent wichtig zu wissen, damit man weiß, wo man ansetzen kann, um diese Population zu erhalten. Das haben wir leider nicht und auch die anderen Gebiete haben darüber keine Informationen. Da wir Birkhühner nicht weiter telemetrieren konnten und auch nicht mehr dürfen, weil sie halt eben in einer kleinen Population sind, wollten wir dann wissen, wie die Prädatoren sich im Gebiet verhalten. Mein Kollege Uli Vogt betreut dieses Telemetrie von Prädatoren. Er hat schon 3 Habichte, über 14 Füchse, da sind jetzt noch einige dazugekommen und 3 Baum- und 3 Steinmarder gefangen. Es geht darum, die Raumzeitnutzung dieser Prädatoren in den Birkenhabitaten zu untersuchen, zu schauen. Das wollen wir dann mit dem Fotofallenmonitoring machen. Wie hoch sind denn die Prädatorendichten in den Kerngebieten und in den angrenzenden Waldbereichen? Und haben wir Effekte aus dem Umland in diese Kerngebiete hinein? Es geht also darum, Abschätzungen des Einflusses der Prädation auf die Birkhundpopulation. Wie erfolgreich kann eigentlich die Prädatorenbejagung sein? Das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man sich mit dem Schutz von seltenen Tieren beschäftigt, die unter Prädationsdruck leiden. Und natürlich auch, könnte man das Biotop so gestalten, dass es halt eben schlecht für die Prädatoren ist, aber gut für die Birkhühner. Ich habe Ihnen einmal hier so ein Ergebnis aus der Telemetriestudie mitgebracht. Also es geht hier um das Fuchspaar Felicia und Fidibus. Das ist, glaube ich, von 2021. Und das sind hier GPS-Sender, wo sehr genau getaktet ist, wo die Tiere sich aufhalten. Und Uli Vogt hat hier schon über Millionen von Datenpunkten gesammelt. Das sieht man jetzt hier. Die beiden, Felicia und Fidibus, sind ein Pärchen und haben hier ein Territorium, das sie ständig ablaufen. Und dann ist hier Franz. Der wurde zwar hier gefangen, aber wanderte dann überall weiträumig umher, hat natürlich wahrscheinlich noch keine Partnerin und guckt immer mal wieder hier bei den beiden vorbei und guckt, ob Fidibus nicht vielleicht doch schon mal das Zeichen hier gesegnet hat, um dann gleich seinen Platz einzunehmen. Was wir hier sehen, ist, dass wir einerseits eine Territorialität von Füchsen haben. Also Sie müssen jetzt vorstellen, das ist hier durch das ganze Gebiet, sind hier die Territorien besetzt und wir haben hier halt eine ganze Reihe von weiteren fremden Füchsen, die das Territorium durchstreifen. Sie weisen auch alle, wenn man das sieht, relativ hohe Laufstrecken aus innerhalb von 24 Stunden. Also so ein Fuchs läuft in einer Nacht dann im Wesentlichen circa 6 Kilometer.
Und sie nutzen eigentlich alle Habitate, sowohl die Waldbereiche als auch die Birkhuhnhabitate und die Birkhuhnhabitate. Also da muss man dann halt eben schauen, wie man hier mit den Prädationen langfristig umgeht. Das ist ein Thema, was uns noch lange beschäftigen wird und ob und wie man dort eingreifen kann. Ein ganz wichtiges Thema, und das ist speziell für die Lüneburger Heide, weil diese Population sehr lange isoliert gewesen ist. Seit über 30 Jahren ist das eine geschlossene Population. Es zeichnet sich als Metapopulation, weil sie in verschiedene Teilpopulationen, also Subpopulationen, aufgeteilt sind, die wiederum relativ isoliert sind, weil die Distanzen zwischen diesen Teilgebieten, Naturschutzgebiet, die Truppenübungsplätze ziemlich groß sind. Also dieser langjährige genetische Flaschenhals ist eigentlich das Problem. Und Gernot Segelbacher hat schon von Proben aus den Jahren 2000, Anfang der 2000er Jahre festgestellt, dass selbst wir in der Lüneburger Heide schon eine deutliche Reduktion der genetischen Variabilität haben. Niederlande, Rhön, Waldviertel, Belgien, die Populationen sind alle ausgestorben schon. Da gibt es keine Autochtonen mehr. Und dann hier unten die grünen und blauen, das sind die stabilen und individuenstarken Populationen. Und man weiß eigentlich auch, dass die Aussterbewahrscheinlichkeit solcher isolierten, kleiner Populationen sehr hoch ist. Was macht man dagegen? Man muss natürlich schauen, wie kann ich den genetischen Austausch vorantreiben. Dafür brauche ich aber eine Konnektivität der Landschaft, also eine Durchlässigkeit der Landschaft. Man versucht das einerseits durch Trittsteine zu schaffen, aber das Problem ist bei den Birkhühnern, die Hähne sind relativ faule Socken. Die bleiben in ihrem Stammgebiet hocken und die Hennen dismigrieren, also die wandern aus und fliegen zu den nächsten Teilpopulationen. Aber das ist natürlich das große Problem. So wie sie rauswandern, haben sie natürlich einen höheren Prädationsrisiko ausgesetzt, sind erhöhte Verlustraten zu befürchten. Und wenn sie mal falsch abbiegen, in die falsche Richtung fliegen, nach Norden zum Beispiel, dann kommen sie halt eben nach Hamburg. Und da sollen sie eigentlich nicht hin. Sie haben also auch für unseren Bereich nur einen kleinen Korridor, in dem sie sich bewegen dürfen. Und deshalb dürfen sie auch nicht abdriften, meinetwegen durch Windkraftanlagen, das sind diese weißen, gelben Punkte hier überall, dass sie dann halt eben animiert werden, in eine andere Richtung zu fliegen. Das ist ein riesengroßes Problem. Deshalb ist das Dismigrieren der Hennen uns gar nicht so recht, weil damit verlieren wir eigentlich unsere Reproduktionsträger oder können sie verlieren. Und die Korridore, die hier eingezeichnet sind, die müssen halt eben frei sein von solchen Störstellen. Aber hier läuft die Autobahn, die A7 durch, hier sind Windkraftanlagen, hier sind Siedlungen. Also das ist alles nicht so optimal und die Trittsteine müssen, wenn sie denn sinnvoll sein sollen, ausreichend groß sein. Wir haben gesehen, die Birkhühner halten bis zu 200 Meter Abstand von solchen Waldkanten. Also dann brauchen wir schon richtig große Trittsteine und wir brauchen stabile und vitale Quellpopulationen. Das ist eigentlich nur diese MNSG in Münster Süd und Bergen. Die anderen sind viel zu klein, als dass sie Tiere bereitstellen können für eine Auswanderung. Und deshalb muss man natürlich überlegen, was macht man hier speziell für die Lüneburger Heide, um diesen genetischen Austausch voranzutreiben. Meine Empfehlung ist einerseits diese assistierte Migration, das heißt, ich fange den einen Hahn hier in dem Gebiet, bringe ihn nach dahin und fange hier ein und setze ihn dahin und hoffe, dass er sich reproduziert. Der Verlust eines Hahnes ist nicht so dramatisch wie der Verlust einer Henne. Weil die Birkhühner sind polygam, das heißt, ein Hahn tritt mehrere Hennen, aber wenn ich die Henne verloren habe, habe ich dafür keine Reproduktion mehr. Oder man muss sich überlegen, das ist langfristig sowieso zu überlegen, reicht meine genetische Variabilität, um langfristig diese Population, dass sie langfristig überleben kann, oder muss ich hier doch fremde Tiere zusetzen, halt eventuell Tiere aus Schweden? Die Auswilderung von gezüchteten Birkhühnern ist meines Erachtens nicht zu empfehlen. Wir haben 30 Jahre das probiert und haben damit keinen Erfolg gehabt. So, die Erkenntnisse zum Birkhuhnschutz in der Lüneburger Heide, zum Management, unsere Erkenntnisse. Wir haben
Eigentlich haben wir großflächig geeignete Habitate. Wir müssten die Störeffekte reduzieren, Wanderwege umlegen, Waldränder auflockern, ausreichend Ruhezonen schaffen. Das ist das Entscheidende. Dann kommen Sie auch mit dem Tourismus klar. Wir haben so eine Untersuchung gemacht, wo es darum ging, wie reagieren die Tiere auf die Wanderer. Das geht schon, wenn sie sich zurückziehen können. Wir haben ein ausreichend gutes Nahrungsangebot. Die Tiere sind eigentlich fit. Sie arrangieren sich mit dem Touristen oder auch mit der militärischen Nutzung. Sonst hätten wir dort schon längst keine Birkhühner mehr. Auch die Studien, unsere Studien über Witterung, sie hat nur einen begrenzten negativen Einfluss. Klar, zur Kükenaufzuchtzeit, nass und kalt ist nicht schön. Aber es ist nicht unbedingt jedes Jahr so solche Situationen, sodass hier durchaus das Wetter nur bedingt einen Einfluss nimmt. Ein großes Problem ist sicherlich die Prädatorendichte. Da weiß man noch nicht, wie man das wirklich langfristig und großräumig in den Griff bekommt. Die genetische Problematik liegt in den Distanzen zwischen den Subpopulationen, die Konnektivität der Landschaft, also die Korridore sind nicht ausreichend gut, sodass wir auf natürliche Weise einen schlechten genetischen Austausch haben, was verändert werden muss. Deshalb haben wir schon vor Jahren vorgeschlagen, und das ist der Auftrag an das Umweltministerium Niedersachsen, dass wir einen Aktionsplan Birkhuhn-Lüneburger Heide entwickeln. Da sind die lokalen Forschungsergebnisse, sollen dann aufzeigen, welche Managementmaßnahmen umzusetzen sind. Wir wissen eigentlich vieles, was wir machen müssten. Aber ob man alles umsetzen kann, ist halt eben die Frage. Man muss alle Akteure einbinden und sie müssen sich auch verpflichten, dann diese Maßnahmen und diese Verzichte, die sie haben, auch umzusetzen. Es reichen uns hier keine Lippenbekenntnisse. Es geht darum, die Kernlebensräume zu erhalten, die Quellpopulationen zu stärken, also die stärkeren Populationen, die müssen erhalten bleiben. Das Insektenangebot, das müssen wir klären, auch die Verlustursachen, wer ist eigentlich wann, für was verantwortlich klären, also den Prädationseinfluss. Und dann müssen wir uns in der Lüneburger Heide mit dem Thema genetischen Austausch beschäftigen. Was macht man eigentlich letztendlich? Das ist dieser Aktionsplan. Für die Zukunft, nur eine letzten zwei, drei Folien. Zukunft des Birkhuhns im mitteleuropäischen Tiefland. Da ist zu überlegen, wenn man sich die Flächen oder die Population in der Rhön, Niederlande, Belgien und auch im Westen von Polen anschaut, müssen eigentlich die bestehenden Habitate ausgeweitet werden. Sie müssen, wo man es kann, weiter optimiert werden. Also die Flächen von 1.000 bis 2.000 Hektar alleine isoliert sind viel zu wenig. Das wird langfristig nicht ausreichen, um diese Population zu stabilisieren und zu halten, wenn man nicht irgendwie durch andere Maßnahmen wie Zusätzen die Population hält. In diesen Gebieten, und auch das gilt auch für die Lüneburger Heide, ist ein langfristiges Biotopmanagement sicherzustellen. Also ich sehe nicht, dass sich das alles mal von selbst einrichtet und dann wie in Skandinavien die Population auf natürlichen Wege ihre Lebensräume erhalten bleiben. Wir müssen die Störung, Tourismus, Eingriffe, Windkraft, Straßen reduzieren und nicht und fernhalten von den Kernlebensräumen. Wenn auch diese anderen Gebiete wie Rhön, Niederlande oder Belgien sich ausweiten, werden sie auch auf Subpopulationen oder Teilpopulationen kommen oder Teilhabitate kommen. Da muss halt eben sichergestellt werden, dass diese Tiere, dass die Populationen vernetzt sind. Es ist illusorisch zu glauben und zu hoffen, dass die Lüneburger Heide, die belgische und die niederländische Population mit der Rhöne-Population irgendwann mal vernetzt sein werden. Das wird nicht funktionieren. Dafür sind die Distanzen doch zu groß. Wir müssen klären, und vor allen Dingen auch mangelnden Reproduktionserfolg, eventuell das Problem des fehlenden Insektenangebotes. Das wird nur über Habitatverbesserung funktionieren, wenn man denn überhaupt damit die Insekten wiederherstellen kann oder die Insektenbiomasse herstellen kann. Den potenziellen Prädationsdruck, den wir haben, müssen wir senken. Wie muss man sich überlegen, ob es noch andere Sachen eine Rolle spielen? Müssen wir klären. Klimawandel könnte dort eine Rolle spielen.
Und man muss auch sicher sein, dass man halt eben Managementpläne erstellen kann, die auch von allen Akteuren getragen werden, die langfristig auch umgesetzt werden können. Es muss eine Finanzierung sichergestellt werden, die Bereitschaft der betroffenen Interessensgruppen auch, dass sie auf bestimmte Bereiche verzichten müssen. Tourismus, dass sie nicht alle Wege nutzen können, die Forst muss auf intensive Nutzung verzichten und. Und wir müssen begleitend diese Bereiche mit Forschung abklären, sodass wir immer erkennen können, ob diese Maßnahmen, die umgesetzt werden, auch erfolgreich sind. Das Bierkundenmanagement muss lokal angepasst sein. Das hatte ich Ihnen ja versucht, in den verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Lebensräumen einmal darzustellen. Ein fachlicher Austausch ist aber unbedingt notwendig, um halt hier diese Bierkühner so zu erhalten. Aber ich bin ein bisschen skeptisch und weiß nicht, ob wir die Erhaltung der Bierkuhenpopulation in Europa wirklich erhalten und stabilisieren können. Also für mich ist dieses Vorhaben sehr ungewiss. So, damit bin ich durch. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige interessante Aspekte vorstellen könnte. Es hat ein bisschen lang gedauert, aber trotzdem herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt können die Fragen kommen. Ja, Egbert, herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Du hast gesagt, das hat lange gedauert. Ich denke, das Thema, du hast das umfangreich beleuchtet. Wir haben auch die Fragen gezeigt, dass das gut und richtig war, mal die ganzen Facetten aufzuzeigen. Ja, die Fragen. Eine große Frage, die du auch ja durchaus immer wieder hast anklingen lassen oder ausgeführt, das ist die Frage Prädation, Prädatoren als Verlustursache. Und da hat sich bei einem Zuhörer die Frage gestellt, du hast ja unterschieden, dass Prädatorenmanagement, um das mal so zusammenfassend zu sagen, in dem einen oder anderen Gebiet stattfindet, nicht überall, ja. Unter anderem im Truppenübungsplatz nicht. Warum war die Frage? Ich denke mal, das hat auch rechtliche Hintergründe. Dort tobt das Militär, um es mal so zu nennen. Also es wäre auch nicht so ganz einfach, dort ein Prädatorenmanagement zu machen. Aber nichtsdestotrotz die Frage, warum nicht und warum auch nicht in allen Gebieten? Weil man hat ja, denke ich, auch aus anderen Projekten erkannt, dass die Bejagung oder Reduktion von Prädatoren ja mitunter das Zünglein an der Waage ist oder ein ganz wichtiger Punkt. Ja, zu den Truppenübungsplätzen ist zu sagen, dass die, wenn da militärische Übungen sind und das ist von Montags bis Freitags, und manchmal auch am Wochenende, dann darf da kein anderer rein. Auch abends oder nachts ist es dann sehr schwierig, dort diese Gebiete zu betreten. Es können auch nur Bedienste der Bundeswehr und der Bundesforst da hinein und die sind natürlich auch, haben natürlich andere Aufgaben, als sich um Prädationsmanagement zu bekümmern. Von daher wird es da sehr, sehr schwierig sein, dort flächendeckend ein Prädationsmanagement durchzuführen. Interessant wäre es natürlich mal zu schauen, wir haben in den Truppenübungsplätzen kein Prädationsmanagement, im NSG Lüneburger Heide durchaus eins. Es wäre spannend natürlich für uns Forschung und auch für so ein Projekt auch, mal zu schauen, wie ist denn da eigentlich die Prädatorendichte, wie verhalten sich die Prädatoren denn eigentlich in dem Gebiet, wo sie nicht bejagt werden und dem Gebiet, wo sie bejagt werden. Bloß es ist fast aussichtslos, dort Forschungsvorhaben durchzuführen, weil die militärische Nutzung geht einfach vor. Und man kann diese Gebiete auch nicht betreten, so ohne weiteres. Das ist einer der wichtigen Punkte, weshalb wir da nicht weiterkommen. Und deshalb ist natürlich auch immer die Frage, wie kann man das machen? Man weiß ja aus vielen Wiesenbrütergebieten, dass man, wenn man wirklich sehr intensives Prädatorenmanagement betreibt, dass man dann durchaus Effekte erzielt. Dümmer oder verschiedene Wiesenbrüterpopulationen und Projekte zeigen das ja. Das bedeutet aber auch, dass wir hier in den Bierkuhn-Lebensräumen auch wirklich auf großer Fläche sehr intensiv Management, Prädatorenmanagement, Fangjagd, das wäre unter anderem Fangjagd auch, betreiben müssten. Und da ist die Frage, die wir auch nach uns stellen müssen, auch die Jäger uns stellen müssen, werden wir das überhaupt in dieser Intensität leisten können? Und das ist halt eben eine Frage, vor der wir jetzt auch stehen. Und es gibt ja eine Studie aus dem Schwarzwald von der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg, die dort in den Auerhuhn-Projekten untersucht haben, wie effektiv ist denn die Bejagung, wenn sie denn von privaten Leuten, von privaten Jägern durchgeführt wird
auch wenn man die Anreize gibt. Und es ist dann manchmal schon ernüchternd. Das funktioniert im kleinen Rahmen, aber großflächig ist es dann doch schon sehr schwierig. Und das müsste man hier sehen. Also wenn, dann müssen sich die Jäger auch in der Umgebung wirklich sehr intensiv dazu verpflichten, hier massiv einzugreifen. Und da das Gebiet hier eigentlich nicht ein typisches Niederwildgebiet ist, wo traditionell das Niederwild geschützt wird, sondern eher ein Schalenwildgebiet ist, ist das Interesse der Revierinhaber, der Jäger nicht ganz so ausgeprägt wie meinetwegen in den traditionellen Niederwildgebieten mit Fangjagd und X. Also da wäre schon sehr viel zu tun, um hier ein intensives Prädationsmanagement aufzubauen. Unmöglich ist es nicht, aber man muss schauen, ob es wirklich funktionieren kann. Also du bestätigst eigentlich das, was ich aus eigener Erfahrung auch kenne. Ich habe viele Jahre im Großtatenschutz gearbeitet. Also auch da, es gibt Jäger, die da mit Feuer und Flamme dabei sind und dabei bleiben. Das muss man sagen. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass ein Gutteil der Jäger, wenn die mit Schalenwild zu tun haben, ich glaube, das kennen viele, oder ich sage jetzt mal Wildschadensproblematik mitspielt, dann interessiert die der Fang, die Fangjagd null, was ein Stück weit ich nachvollziehen kann, aber was natürlich genau, ich sage jetzt mal, in die Problematik noch dazu beiträgt, wenn man nicht die Jäger hat vor Ort, die halt wirklich Fangjagd intensiv betreiben, weil das, glaube ich, es dürfte bekannt sein, dass gerade die nachtaktiven Raubsäuger, und das meiste passiert ja leider Gottes auch nachts, dass da eben die Fangjagd das Instrument ist der Wahl, ne? Ja, von wegen Prädation ist, du hast es erwähnt, das hat man sehr deutlich gesehen an der Bestandsentwicklungskurve. 2010, 11 war so ein ganz starkes Abknicken der Population, jetzt mit ein bisschen, sage ich jetzt mal, Hoffnungsschimmer, vielleicht geht's aufwärts. Ich habe beim Zuhören auch so drüber nachgedacht. Du hast gesagt, da weiß man jetzt eigentlich noch nicht so recht, warum dem so ist, hast aber später in deinem Vortrag auch erwähnt, und das war auch die Schlussfolgerung, weiß ich nicht, ob ich da richtig bin, auf die ich dann so gekommen bin beim Nachdenken, dass eben Bestände von Kohlrabi oder Wildschweinbestände zugenommen haben, dass so Raubsäuger wie eben neue Raubsäuger, so neu sind sie jetzt nicht mehr, aber wir sagen immer noch neue Raubsäuger wie Marderhund natürlich auch in dem Gestehen mitspielen. Könnte das, jetzt nur mal vorsichtig gefragt, auch Ursache mit sein für diese Entwicklung 2010, 11, dass es so ein radikales Abfallen gibt, nach deinem Ermessen? Also es kann sicherlich eine Rolle spielen. Also die Anzahl der Prädatoren, vermute ich mal, nimmt auch zu, so wie die Anzahl der Arten an Prädatoren. Das ist also nach wie vor ein allmählicher Anstieg. Ob das letztendlich schlussendlich dafür verantwortlich war, das können wir nicht sagen. Das muss man bedenken, dann spielen halt eben noch viele andere Faktoren auch noch mit einer Rolle. Wir hatten auch Witterung überlegt, dann auch, was damit zusammenhängt. So richtig diesen Schlüsselfaktor, der jetzt das auf einmal zum Kippen gebracht hat, haben wir nicht gefunden. Prädation ist hier eine Rolle, aber es ist nur eine von, spielt nur eine von mehreren, ist nur einer von mehreren Faktoren. Ja, die Problematik ist ja bei einer Population, die schon sehr niedrig ist, ne? Da ist jeder Faktor dann sozusagen, der das, ich sage es jetzt mal in einem Bild, das Fass zum Überlaufen bringt. Also jeder Faktor ist dann wichtig. Einen wichtigen Punkt auch, also wie gesagt, Prädation, das ist ein Thema, was hier die Zuhörerschaft auch sehr umgetrieben hat. Auch mit der Frage, du hast das jetzt bezugnehmend auf andere Gebiete mal gebracht, dass der Einfluss von Prädatoren auf Birkhundpopulationen wirkt. Auch außerhalb Deutschlands sind da Erkenntnisse aus dem Ausland vorliegend. Also man kennt es jetzt von Wiesenbrüterprojekten natürlich. Ihr steht ja, denke ich, auch in der Community im Austausch. Gibt es da Also, Erfahrungen aus Österreich oder so? ja, interessanterweise sehen die Kollegen aus Österreich oder aus dem alpinen Bereich die Prädation nicht so als das gravierende Element an, obwohl ich denke, dass dort auch durch den Klimawandel, Veränderungen der Vegetation, die sich nach Höhenmeter nach oben verschiebt und auch mittlerweile dort
Predatoren jetzt nach oben wandern in die Bergbereiche hinein, in die höheren Bergbereiche hinein, die vorher nicht da waren. Also die Füchse gehen rauf. Trotzdem sind die Kollegen in den Alpen eher noch skeptisch, was Prädationseinfluss betrifft. Vielleicht ist das auch so ein bisschen traditionell bedingt, dass man das vorher ja nicht so, früher auch nicht so bedacht hat oder nicht. Auf italienischer Seite misst man dem Prädationseinfluss schon wieder größere Bedeutung zu. Und anders ist es natürlich ganz in Skandinavien oder England. Da ist Prädation für die einer der wichtigsten Faktoren. In Skandinavien ist es aber auch so, dass die Prädatorendichte natürlich sehr, sehr viel geringer als bei uns in den natürlichen Lebensräumen. Also das ist, von daher ist das eine ganz andere Situation. Aber für diese Länder, auch für Osteuropa, ist Prädation, denke ich mir, für die ist das für die ein wichtiger Faktor. Da zweifeln also die auch gar nicht dran. Ne? Das ist eigentlich nur bei uns in Deutschland so kritisch. Ne? Also wundert mich, wenn du sagst Alpenraum, weil ich denke an Sauerhund, also da kennt man die Entwicklung, du hast einen Fuchs genannt, auch das Wildschwein geht ja mittlerweile in Höhenstufen hoch, wo man vor 10 Jahren, 15 Jahren nie dran gedacht hätte. Ne? Also ich denke schon, dass ein Faktor ist. Schließt sich vielleicht ganz gut die nächste Frage an. Ich glaube, das könnte durchaus einen Zusammenhang stehen. Hinsichtlich Auswilderung, ist auch Prädation bei der Auswilderung so ein Schlüsselfaktor, warum Auswilderung ja nicht oder schlecht funktioniert oder die Erfolge, sagen wir mal, dann wirklich geschmälert werden? Also wir wissen ja, wir haben ja nur 30 Jahre im Institut für Wildtierforschung Birkhühner ausgesetzt und wir haben das wirklich immer weiter optimiert und professionalisiert. Wir haben es dann wirklich auch gut geschafft, Birkhühner auszusetzen, aber man hat natürlich die Situation, dass die Tiere kommen in eine neue Umgebung. Sie haben Stress, sie müssen sich da etablieren. Und ich habe das auch in dem Forschungsprojekt im Wurzacher Ried hatten wir das gehabt. Wenn die Tiere die ersten 7 Wochen überlebt haben, dann haben sie sich eigentlich ganz gut eingepasst. Dann sinkt die Mortalitätsrate doch schon ziemlich ab. Aber durch Verluste, durch Prädatoren nach der Auswilderungsphase hat man immer damit, muss man rechnen. Deshalb macht es keinen Sinn, nur einige wenige Tiere auszusetzen, weil man muss mit diesen Verlusten rechnen. Wenn sie sich einmal etabliert haben und zurechtgefunden haben, ihren Lebensraum auch kennen und wissen, wenn der Habicht auftaucht, wo sie hinflitzen müssen, damit sie Deckung haben, dann geht es besser. Aber man hat durchaus immer wieder Verluste. Das Entscheidende bei allen diesen Projekten, sowohl bei unseren Ausbildungsprojekten früher wie auch heute, ist die zu geringe Reproduktionsrate. Und hier scheint es auch, wie wir es jetzt bei diesen Wiesenbrütern oder auch bei den Projekten von Uli Vogt hier aus dem Institut über die Prädation bei Fasanen, dass halt eben der geringe Aufzuchterfolg der Schlüssel ist. Ne? Wobei wir jetzt noch überlegen, liegt es mit an den Insekten, liegt es an der Witterung oder liegt es an den, tatsächlich werden die Tiere einfach, die Küken einfach gefressen. Also von daher, Auswilderung klappt, aber ich habe auch gesagt, dass eine Auswilderung mit gezüchteten Tieren nicht zu empfehlen ist, weil heutzutage die Tiere, die in privater Zucht oder privater Haltung sind, nicht mehr geeignet sind, um sie in die Wildbahn zu bringen. Und wir haben das im Institut wirklich sehr intensiv betreut, auch untersucht. Es ist sehr, sehr aufwendig, Tiere zu züchten und sie wildbahntauglich nachher auszusetzen. Das ist nicht mal so einfach zu machen. Sie brauchen Futtertraining, sie müssen konditionell eingestellt werden, sie müssen parasitologisch gesundheitlich fit sein und. Also von daher, das ist mit gezüchteten Tieren heutzutage nicht mehr zu schaffen. Wenn man F1-Generation von Wildfängen nimmt, wäre nochmal neu zu überlegen. Aber ich würde von gezüchteten Tieren nicht machen. Also deren Überlebenschance ist eigentlich ja sehr, sehr gering. Ja, du hast ja ein paar Faktoren genannt. Also ich persönlich sehe es auch sehr kritisch. Ich weiß das auch, gerade was das Feindvermeidungsverhalten angeht, ne, bei Hühnervögel oder auch die Prägung auf den Menschen, der dann das Futter gibt und so. Also da gibt es ja viele, sage ich mal, Stolpersteine, die eigentlich, wie du sagst, das ja fast unmöglich machen. Ja, du hast den zweiten Kunstgriff genannt, den man sich dann anwenden kann. Das ist das Thema Wildfänge aus Schweden. Ja, Birkhuhn-Populationen damit zu stützen, sie auch in der Rhön. Was manchmal in Kreisen auch durchaus kritisch diskutiert wird, und die Frage kam auch aus,
dem Publikum, wenn man jetzt Wildfänge aus Schweden macht, wie steht es denn da mit der Population vor Ort? Das würde ja heißen, ich muss ja aus einer Population oder ich setze jetzt voraus, ich entnehme aus einer wirklich vitalen, groß genug muss die Population sein, Tiere. Und ich weiß jetzt nicht, haben die Schweden dann auch ein Monitoring, dass sie nicht ihren Ja. eigenen Bestand, sage ich mal, durch diesen Wildfang gegen die Wand fahren oder wie läuft das? Also das ist staatlich sehr, sehr strikt geregelt. Und Thorsten Kirchner, wir hatten ja vor 3 Wochen die Bierkuh-Tagung hier in der Lüneburger Heide, und da hat Thorsten Kirchner auch das Projekt aus der Rhön vorgestellt und hat auch nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Bierkuh in Schweden, wo sie, das ist in Mittelschweden, wo sie die Bierkühner fangen, die Population ausreichend groß ist. Und sie haben ja in den so die 200 Tiere, die die Holländer fangen, die die Rhöner fangen jeweils, und die Belgier fangen auch noch mal 150 Tiere. Dann kommen noch die Polen, die auch noch ein paar Tiere fangen, vielleicht in unterschiedlichen Gebieten. Aber sie sagen, es hat sich, sie verfolgen das auch, die Schweden, der Bestand hat sich damit nicht verändert. Es ist ausreichend Tiere da, es kommen genug nach. Und zum anderen werden auch die Bierkühner ja in Schweden, in Skandinavien noch bejagt. Von daher ist das dieser Eingriff, die Entnahme von den Tieren, das sind also 25 Tiere jetzt pro Jahr oder 50 Tiere pro Jahr in einem größeren Areal, jetzt überhaupt kein Problem für die Schweden. Aber die Schweden überlegen natürlich jetzt schon, da diese Projekte ja schon teilweise über 10 Jahre laufen, ob es denn Sinn macht und ob sie denn weiterhin Tiere abgeben wollen werden für solche Projekte. Für die Lüneburger Heide wäre es nochmal interessant oder besonders, weil wir bräuchten gar keine Hennen, uns würden ja Hähne reichen, die dann halt eben einfach neues Genmaterial in die Population hineinbringen würden. Weil die Rhöner, die Belgier und die Holländer haben ausgesetzt, nachdem ihre Population, die autochthone Population, im großen Teil erloschen ist oder wo vielleicht nur noch einzelne Tiere vorhanden waren. So, das wäre hier in der Lüneburger Heide nicht der Fall. Aber bei uns in der Lüneburger Heide wird das auch sehr, sehr kritisch gesehen, weil man sagt, man hat hier einen eigenen einen lokalen Genpool. Bloß wenn die Population ausstirbt, ist es dann auch mit dem Genpool hin. Dann nützt er uns auch nichts, ne? Und ich vermute mal, dass es hier schon sehr sinnvoll wäre, das zu versuchen. Aber hier sind auch noch viele skeptisch, ob das notwendig ist und sinnvoll ist. Aber ich würde empfehlen, man muss es langfristig überlegen, weil wir waren schon zweimal mit der Population bei ungefähr 100 Tieren. Und dann ist dieser Flaschenhals halt eben sehr lang und sehr eng. Und kann halt eben genetische Probleme mit sich Also bringen. was man vielleicht wirklich sagen kann oder muss, ist, wenn man Tiere, sage jetzt mal, von Schweden holt und aussetzt, dass es in Arealen, und da würde ich die Lüneburger Heide ganz genauso sehen, in Arealen sein muss, wo ein gewisses Management stattfindet. Ne? Ja, Also ja. sonst, ich sage es jetzt mal sehr ketzerisch, sonst produziere ich teures Fuchsfutter. Also es muss in gewissem Umfang, denke ich, ein Prädatorenmanagement stattfinden. Ein wichtiger Punkt, der wurde als Frage gestellt, du hast das aber dann in deinem Vortrag auch beantwortet. Natürlich die Störung durch Besucher. Ich war ja selber auch schon in der Lüneburger Heide. Es gibt ja ein Besuchermanagement, also sprich eine Besucherleitung. Wie sind da die Erfahrungen? Man kann manchmal Schilder aufstellen oder auch irgendwelche Planken hintun. Halten sich die Leute hoffentlich dran, großteils, oder wie funktioniert das vor Ort, die Besucherlenkung? Also Besucherlenkung in dem NSG Lüneburger Heide, das ist halt eben touristisches Magnet. Also zur Heidezeit, Eben deswegen da ja, ne? brummt es ja. Also man hat viele Wanderwege, die man für die Touristen offen hat. Die werden auch intensiv belaufen und einige Wege sind gesperrt. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich bin mit der Situation eigentlich ganz zufrieden. Die Kollegen aus der Lüneburger Heide vom VNP sagen, ja, in der Sobaldzeit, dann rennt doch der ein oder andere mal durch die gesperrten Wege. Das ist schon ein Problem. Also da kann man sicherlich noch so ein bisschen an der Schraube drehen, dass die illegal oder dass die gesperrten Wege nicht genutzt werden. Das Problem ist,
Die Tiere kommen eigentlich mit dem Tourismus ganz gut zufrieden, zurecht. Wir haben Bereiche gehabt, wo die Wege mit Gehölzen links und rechts bestanden waren. Und da liefen dann, morgens liefen die Birkhühner da über den Weg und ab 9 Uhr kamen dann die Wanderer, dann haben sie sich ein bisschen zurückgezogen. Also man kann auch Maßnahmen ergreifen, um das so ein bisschen zu entschärfen, dass sie nicht so offen sind. Aber die Wanderer wollen natürlich die offene Heide sehen. Sie wollen natürlich auch einen Weitblick haben. Deshalb muss man da Kompromisse finden. Und der andere große Kompromiss oder der andere Knackpunkt ist, es sind sehr, sehr viele Wanderwege da drin. Und da wäre es mir eigentlich ganz recht, dass man ein paar auch aus den Kerngebieten herausnehmen würde, die an den Rand verlegen würde, damit man größere Ruhezonen schafft. Und solche Probleme treiben natürlich auch dann, ich habe das gehört von den Kollegen in den Bayerischen Alpen, die auch genau diese Probleme haben. Die haben da auch noch Birkhühner, ihr habt ja gesagt, das ist also auch da stark gefährdet. Und die haben halt eben auch das Problem, dass da die Wanderwege kreuz und quer gehen, die offiziellen Wanderwege kreuz und quer gehen und da halt eben haufenweise von Menschen langlaufen. Ich gehe auch gerne in den Wald, in den Alpen spazieren, aber da muss man sich tatsächlich überlegen, wo kann ich Wege sperren, um halt eben hier Ruhebereiche für die Wildtiere zu schaffen. Das ist das A und O. Was macht der Tourismus noch mit und wo sagt der Tourismus, nein, hier wollen wir für die Leute Bewegungsfreiheit haben? Und Ja, diesen Kompromiss und diese, das muss man halt abwägen, ne? das ist so ein Kernproblem, jetzt nicht bloß bei Birkhund, denk mal an Naja, Rotwild oder an andere ja, Arten, ne? Also überall. es ist immer diesen Kompromiss zu finden. Die Leute haben nur Verständnis für den Schutz von einer Art, wenn sie es selber auch mal Ja, gesehen ja. haben und fasziniert sind. Du hast ja zu Recht auch Faszination Birkhund einen Vortag genannt, aber andererseits ist halt der Störfaktor Mensch dann derjenige, was halt manche Ja. Schutzmaßnahmen zunichte macht, leider Gottes, ne? Viel Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die ja auch in Lüneburger Heide vor Ort gut läuft. Ja, nochmal zurück zu Verlustursachen. Du hast angesprochen das Thema Insektenmangel. Das ist ja eine Problematik, sage ich jetzt mal, bei vielen, ja, auch Bodenbrütern, anderen Bodenbrüter oder Großtappe, also auch bei außergewöhnlichen Arten. Jedes Küken braucht Insekten. Die eine Sache, die ja auch durch die Presse unlängst auch mal wieder gegeistert ist, dass man festgestellt hat, selbst in Schutzgebieten der Pestizideintrag hoch ist. Also könnte da, denke ich, durchaus auch nochmal mitwirken. Und das andere ist, jetzt, wenn man die normale Durchschnittsagrarlandschaft anschaut, wo jetzt das Birkhund sich zwar nicht bewegt, aber das ist ja auch ein Potenzial für Insekten, dann fehlt es einfach an den klassischen Futterpflanzen, ne? Ihr macht ja, ich sage jetzt mal, ihr macht in der Lüneburger Heide ja ein gewisses Management. Du hast dann zu Schluss erwähnt, dass die Insektennahrung wohl vorhanden ist. Also ihr macht Erfassung. Dann scheint ja erst einmal diese Problematik oder der Verlustfaktor ein bisschen außen vor zu sein. Oder habe ich das falsch Nein, verstanden? das ist, das hatte, das wurde in der Rhön durchgeführt, diese Masterarbeit über die Insektenerfassung wurde nicht bei uns gemacht. Also bei uns würde sowas noch anstehen. Der Knackpunkt wäre, ich schlage das auch vor, dass man solche Untersuchungen macht, um mal halt zu sehen, wie ist das Insektenangebot eigentlich. Das Problem ist nur, was wir dann haben, wenn wir jetzt hier Insekten zählen. Wir haben es in anderen Bereichen gemacht, beim Fasan in der Agrarlandschaft hat Kollege Vogt dort haufenweise Insekten mit dem Staubsauger abgesammelt und abgesaugt und haben ausgezählt. Es ist eine Heidenarbeit, um zu schauen, was habe ich als Insekten da. Aber das Problem, was wir dann haben, ist, wir haben dann nur den Status quo. Und wir müssen dann eigentlich entscheiden, ist es jetzt genug an Insekten oder ist es zu wenig an Insekten? Das können wir dann immer noch nicht sagen. Deshalb ist das natürlich schon, ist ja jetzt gerade hip, sich über Insekten und Verfügbarkeit geht ja in den Medien und in der wissenschaftlichen Community rauf und runter. Da ich aber keine Vergleichsmöglichkeiten habe zu früher oder da ich jetzt nicht weiß, wo sind eigentlich die Aufzugsgebiete der Küken, müsste ich quasi jetzt die ganzen Heidebereiche mit ihren ganz verschiedenen Biotopen absammeln und wüsste zwar, habe dann zwar die verschiedenen Biomassen an Insekten, könnte dann auch noch gucken, was können die Küken überhaupt fressen, was nicht. Aber ich weiß dann immer noch nicht, ob es genug oder zu wenig ist. Und der Sven Biermann hat natürlich, wie auch andere das schon mal gemacht haben, halt eben Küken dann laufen lassen, vorher gewogen, nachher gewogen und geguckt, kriegen sie denn eigentlich genug? Solche experimentellen Versuche sind ganz
schön und sind auch ganz gut, aber sie haben den Knackpunkt, dass die Tiere sich ja nicht unter natürlichen Bedingungen bewegen können. Und da weiß dann halt eben nicht, ob die Henne sie irgendwie besonders hinführt oder wie das jetzt ist, wenn sie da eine Zeit lang draußen ist, wenn man sie mit einem kleinen Zaun umfasst, dass sie nicht weglaufen können, begrenzt man wieder deren Mobilität und. Also es ist sicherlich eine Möglichkeit, ist auch eine Krücke, man sollte es auch probieren und versuchen und auch schauen, wie viele Insekten habe ich da, aber wir können es schlecht sagen, ob die Insekten, der Mangel an Insekten jetzt dazu führt, dass wir unsere Küken verlieren. Das Also ist ich der habe jetzt Knackpunkt. ein bisschen in die Richtung gedacht, auch was das Flächenmanagement angeht, ne? Wenn Ja. man jetzt Flächen, sage ich mal, vergleicht. Und ihr brennt ja auch aus gutem Grund mal die Heide ab oder Ja. und damit sich die Heide wieder erneuert. Also das ist sicher von der Insektenlage noch mal anders zu bewerten, so eine frisch gebrannte Fläche oder wenn sie gerade Das frisch ist richtig, gestockt ja. ist, als wenn es eine ausgewachsene alte Heidefläche ist, ne? Man Also insofern. kann, das ist ja der Punkt, wir können ja nicht irgendwie Insekten da in den Birkengebieten verstreuen, sondern wenn man das Insektenangebot erhöhen will, muss man es über das Habitatmanagement machen, ne? Oder über die Habitatpflege. Da muss man dann schauen, was ist wirklich, wirkt wirklich gut, welche Insekten kann ich mit welchen Biotopmaßnahmen, meinetwegen brennen oder mulchen oder andere Maßnahmen oder andere Pflanzen noch mit heranbringen, kann ich da fördern. Und das müsste man halt eben noch ein bisschen ausprobieren. Oder die Holländer, die ja festgestellt haben, dass sie durch die Stickstoffeinträge und die Versauerung halt eben vermuten, dass da das Insektenmangel herrührt. Das sind so Sachen, die wir jetzt alle noch nicht so richtig wissen. Ich bezweifle, ob der Insektenrückgang in der Heide und auch in den Truppenübungsplätzen, wenn es denn da stattfinden sollte, durch Insektizideinsatz aus der Landwirtschaft hervorgerufen worden ist. Weil diese Moore, diese Bereiche, die wir jetzt haben, sind alle großräumig umschlossen von Wäldern. Klar, es ist jetzt ja auch so, dass auch in den Wäldern die Insekten zurückgegangen sind. Aber weder in den Wäldern noch in den Heide- und Mooreflächen wurden Insektizide eingesetzt in den letzten Jahrzehnten oder maßgeblich. Also von daher kann es durchaus sein, dass wir einen Rückgang bei den Insekten haben, der aber irgendwie andere Ursachen auch haben müsste. Das wissen wir nicht. Es wird natürlich auch durch die Managementmaßnahmen greift man natürlich auch auf die Insektenfauna ein. Vielleicht macht man da auch einen Fehler. Vielleicht müsste man es auch vielleicht anders machen. Wir wissen es nicht, aber wir hätten. Also wenn man dieses Problem klären wollte, was sind die Verlustursachen bei den Küken oder warum habe ich keinen Reproduktionserfolg? Geht es in meinen Augen nur dadurch, indem man Hennen telemetriert, befängt, besendet und guckt, was machen die Küken? Überleben die, sterben die, werden die Gelege geplündert, werden die Küken groß und so weiter. Das ist meines Erachtens die einzige sichere Methode, um herauszufinden, was sind die Ursachen für den geringen Reproduktionserfolg. Ja, richtig. Also im Grunde genommen, obwohl schon lange am Birkhuhn geforscht wird, muss man sagen, gibt es viele offene Fragen, ne? Und gerade Ja. Fragen, die fürs Management oder dem Erhalt dann enorm wichtig werden. Mir persönlich unbegreiflich, warum man da dann nicht auch, sag jetzt mal, sagt, bevor uns die Art völlig verschwindet, mache ich auch Telemetrie, um wirklich mal Ursachenforschung zu betreiben. Ne? Das ist eigentlich sehr, sehr bedauerlich und nicht nachvollziehbar. Ja, Das. das war, wissen auch viele heute, eine Fehlentscheidung von den Behörden, die uns dann die Genehmigung, entzogen haben, diese Tiere weiter zu verfolgen. Gut, wäre ja jetzt die Möglichkeit, sag jetzt Ja. mal, ein Stück Damals weit die hatten sie. Schraube rückwärts zu drehen. Also ich meine, die Birkhühner gibt es noch in der Lüneburger Ja, Heide, aber wohlgemerkt, ne? damals hatte man gesagt, also wenn die Population kleiner als 40 Tiere war, wir waren damals, als wir begonnen haben, war die in der Lüneburger Heide die Population ungefähr 80 Tiere. Da hatte man gesagt, ja, okay, 2011 hatte man uns dann die Erlaubnis gegeben. Aber wenn sie unter 40 sinken würde, dann würde man uns dann nicht mehr die Erlaubnis erteilen, Birkhühner zu fangen und besendern. So, jetzt sind sie unter 40. Ja, immer schaut zu, ne? Also, naja, Ja. kein weiterer Kommentar.
Ja, du hattest auch erwähnt, dass es jemand sich mal die Mühe gemacht hat, mal anzugucken, in den 70er bis 2000er Jahre mal die Ansiedlungsprojekte anzuschauen und die leider Gottes sich alle als nicht erfolgreich herausgestellt haben. Ist denn eine Ursachenanalyse gemacht worden? Also sind es auch wieder diese, ich sage jetzt mal, zwei wichtigen Faktoren gewesen: Prädation, sprich keine Reproduktion, oder dann auch Insektenmangel? Oder kann man da Was in den Faktoren 70er wie? Jahren, also ich habe ja auch in einigen Gebieten dort mitgearbeitet, also hier in Norddeutschland war es dann halt eben so, dass man in dem einem Naturschutzgebiet, in dem wir gearbeitet haben, Große Moor bei Gifhorn, das war ein Gebiet, was großflächig abgetorft wurde, da kam man dann gar nicht gegen die Sukzession an. Deshalb hat sich eigentlich im Wesentlichen der Lebensraum verschlechtert und wir konnten da den nötigen geeigneten Lebensraum nicht aufrechterhalten. Deshalb konnte da das Birkhuhn dann nicht überleben. Zudem kommt natürlich hinzu, dass die Prädation einen großen Einfluss nahm. Ein anderes Bereich, wo ich gearbeitet habe, war ja das Wurzacharit und die Oberschwäbischen Moore, wo wir eigentlich auf 1000 Hektar ein intaktes, wirklich ein hervorragendes Lebensraum hatten. Aber er war halt nur 1000 Hektar groß. So, und der Einfluss von außen auf dieses Moorgebiet mit Prädation durch Fuchs, Rabenvögel, Habicht, war halt eben so massiv, dass die Tiere es da nicht geschafft haben. Ob dort auch schon Insektenmangel, das glaube ich eigentlich nicht, das war in den 90er Jahren, da schon eine Rolle spielte, das vermute ich mal nicht so. Das waren halt eben wahrscheinlich, dass einerseits. Wir haben immer das Problem, wenn die Lebensräume zu klein sind, um die 1000 Hektar oder kleiner, dann wird es sehr, sehr schwer, solche Populationen, solche Tierarten zu erhalten. Vor allen Dingen solche Beutetierarten. Einen Beutegreifer, den können Sie überall aussetzen. Der wird mit großer Wahrscheinlichkeit immer es irgendwie schaffen. Weiße Luchs oder alle andere generalistische Tierarten, für die ist das kein Problem. Aber solche Spezialisten, obwohl das Birkhuhn eine große Lebensraum, also ökologische Potenz hat, also viele Lebensräume nutzen können, ist es trotzdem halt wieder spezialisiert auf solche Bereiche und vielleicht halt eben ist da immer wieder der Schlüsselfaktor Reproduktion. Und das war halt eben an Prädation und teils Lebensraumverluste das Ausschlaggebende für die Projekte, in denen ich mitgearbeitet habe. In anderen Projekten war es halt eben das Ähnliche. Die Bereiche, in denen ausgewildert worden können, in westlichen Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, wo wir gearbeitet haben, das war letztendlich zu klein und der Prädationseinfluss in Bezug auf die Fläche zu groß. Und das Phänomen kennt man aus vielen, sage ich Ja. jetzt mal, Naturschutzgebieten. Man macht ja dort eine spezielle Gestaltung, spezielles Management, und das ist für die Prädatoren, ob das Fuchs oder Marderhund ist, dann auch interessant. Also ich kenne es aus Gebieten, wo man extensiviert jetzt im Agrarraum. Damit habe ich wieder eine höhere Kleinsäugerdichte und das zieht natürlich wieder den Fuchs und andere an. Ne? Also Ja. es ist so ein bisschen, sage ich jetzt mal, eine Schraube, an der man gut gemeint dreht, aber die im Kielwasser dann auch die Prädation ein Stück weit mitzieht. Also sind wir wieder beim Thema, dass man eben auch intensiv die Jagd dabei braucht bei diesen Schutzprojekten. Wenn ich sage, ich will Birkhuhn und solche, ja, in meinen Augen kostbaren Arten erhalten, dann geht es eben ohne Einsatz nicht mehr. Das Richtig. ist klar. Und ja, schade eigentlich, wie gesagt, dass ihr da forschungstechnisch gehemmt werdet und viele, ja, oder sagen wir mal, einige der wichtigen Fragen dann sich auch nicht klären lassen, die zum Schutz total wichtig wären. Ne? Ja, ich habe nochmal in den Chat geschaut. Also wir haben so ziemlich die Fragen beantwortet. Eine war noch, und zwar, du hattest die Studie oder eine Untersuchung genannt von einem, jetzt weiß ich nicht, Frau oder Herrn Biermann. Das war eben gerade das mit der Nahrungsverfügbarkeit. Das war in der Rhön eine Masterarbeit. Richtig. Da kam die Frage auf, wie man an sowas rankommt. Könnte sich der oder diejenige an dich wenden, Ja, kann einfach mich eine an Mail mich schicken wenden. Ja, und das kann na, man also machen. Kontaktdaten kriegt man über das Internet raus, Eckbert Strauß eine Mail schicken und dann bei dir die Arbeit mal anfordern. Möglicherweise jemand, der selber in solchen Bereichen tätig ist, und da ist es sicherlich ganz hilfreich. Ja, Der Sven großes Lob. Biermann arbeitet jetzt derzeit auch am Dümmer. Das war so über Ah. die Uni Kassel.
Und man kommt es auch über Thorsten Kirchner aus der Rhön, da hat er das durchgeführt. Und der Sven Biermann arbeitet derzeit am Dümmer in dem Projekt Wiesenbrüterschutz. Da, vielleicht kennt das ja Genau, die. also Aber ich kann die, habe die Arbeit auch dazu hier, ich kommen. kann Ja, ich auch genau. weiterleiten. Ja, großes Lob aus dem Chat von den Zuhörern, waren sehr begeistert. An dich gebe ich das Lob gerne weiter. War Oh, ein super sehr schön. spannender Vortrag. Also, wie gesagt, ich habe ja zu dir schon mal gesagt, 60 Minuten ist so die Ja, Obergrenze, ja. aber die Zeit ist mir persönlich wie im Flug vergangen. Oh, das Wenn es freut mich. spannend aufgebaut ist und die Information war ja wirklich spannend und interessant. Es ist ja keine alltägliche Art. Also auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag über das Birkhuhn. Für mich nach wie vor eine sehr faszinierende Vogelart. Leider kein häufiger Anblick mehr. Früher war es Charakterart von Moor und Heide. Mir hat mein Opa mal selber erzählt, sein Großvater, also es liegt schon etliche Generationen zurück, der hat im Murnauer Moos noch in den 20er Jahren Birkhühner gejagt. Also die Zeiten sind lang vorbei. Ne? Also da können wir nur nach Genau. Schweden gucken und ich will jetzt keine Lanze für die Jagd brechen. Aber es ist traurig, wenn man sagt, auch ich persönlich habe also kaum noch die Möglichkeit gehabt, mal eine Balz zu sehen. Das ist eigentlich schade. Ne? Man kann nur hoffen, dass sie uns nicht wegsterben unter den Fingern. Und euch drücke ich die Daumen, dass ihr doch nochmal an der Tür des Ministeriums klopfen könnt, um eben entsprechend Forschung in Gang zu bringen. Es wäre durchaus ja wünschenswert und absolut wichtig. Also an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Für unsere Zuschauer nochmal eine Information, dass wie alle anderen bisherigen Vorträge auch dieser Vortrag aufgezeichnet wurde. Der ist etwa in einer knappen Woche dann auf der DJV Online-Akademie-Seite abrufbar. Schauen Sie auch mal rein. Wir haben, wie gesagt, alle Vorträge aufgezeichnet. Auch für die Leute, die heute keine Zeit hatten, damit sie noch Zugang haben zu den Vorträgen. Die Online-Akademie-Seite, da sind die Filme hinterlegt. Dort ist auch die Anmeldung möglich für die weiteren Vorträge. Dann kriegen Sie auch die Information zugeschickt. Und mir obliegt jetzt noch die nette Aufgabe, noch an den nächsten Vortrag in unserer Reihe zu erinnern. Am Mittwoch, den 7. Juni, auch wieder von 15 bis 17 Uhr. Dieses Mal zu einer, ich sage es jetzt mit Fug und Recht, Allerweltsart, nämlich dem Rehwild. Da geht es bei dem Vortrag um die Ernährung des Rehwilds. Allerdings neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann auch einen jagdpraktischen Bezug haben. Also hinsichtlich jagdpraktischer Umsetzung, wie gehe ich mit dem Rehwild um? Der Vortrag wird durchgeführt von Dr. Martina Hudler, die Dozentin an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ist. Also würde mich sehr freuen oder wir freuen uns sehr, wenn Sie uns treu bleiben, wenn Sie wieder reinschauen beim Vortrag. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.